mir gerne, lasst ein Like da, lasst ein Follow da, Leute. Würde mich sehr freuen, wenn wir hier mehr Follower zusammenbekommen. Einfach für einen geilen Livestream. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen geilen Tag gehabt. Heute, ja, schönen Freitag. Mit schönem Wetter übrigens. Also, ich fand, Wetter war heute sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, was war bei euch so das Wetter? Schreibt mal gerne hier in die Kommentare. So. Oh, ist chinesisch essen. Hallöchen, Layla ist schon wieder am Start. Ja, die war schon die ganze Zeit da. Jo, moin, moin, ey. Geile Sache. Geile Sache hier. So, wir sind heute wieder zurück, Leute. Neuer Job und so. So ein Ding ist das. So, Noah ist auch schon mit am Start. Hallöchen, Noah. Was geht? Schön, dass du auch schon da bist. Moin, Dress Brit. Among Us heute. Nee. Stimmt. Da war ja was. Ich habe ganz vergessen, dass ich Among Us machen wollte. Hallo Marina, hallo Katzenmeister. Hallo Josie Studio, hallo Möhre. Hallöchen, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle da... Habe ich voll vergessen, Leute. Habe ich total vergessen. Ha. Da seht ihr mal wieder, Freunde. Ich habe mal wieder komplett reingeschissen hier. So. Freunde, wir gehen heute wieder rein in GTA RP. Ja, vielleicht wenn nachher genug Leute da wären. Tatsache, da kommt direkt Polizei, Leute. Da sehe ich euch drin. Ich hoffe, dass wir heute keinen Stress mit den Bullen bekommen. Das wäre jetzt so gut, weißt du? Das wäre jetzt so gut, Freunde. Das wäre jetzt natürlich nicht so gut, wenn wir hier Stress mit der Bulle bekommen. Mit der Polizei, Freunde, man sagt doch nicht Bulle. So. Ach, perfekt. Hallo Layla, schön, dass du da bist. Moin, Josie. Meister. Moin Meister, hallöchen. Was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Wir haben neue Streaming-Zeiten. Ganz wichtig, Freunde. Die Angas. Die Angas, was meinst du? Wir haben ganz neue Streaming-Zeiten. Hallo Herr Allmann. Wir haben neue Streaming-Zeiten, Freunde. Und zwar, eigentlich ändert sich nur so, dass der Montag nicht mehr mit reinkommt. Leute, ganz wichtig, der Montag kommt nicht mehr rein. Sondern ich habe mir gedacht, dass wir einfach montags immer richtig cool... von was lebst du momentan? Ich arbeite ganz normal, Digga. YouTube und so und Twitch war ja schon immer nur mein Hobby. Nichts Festes. Nur mein Hobby, Digga. Bei meinen Aufrufen... könnte ich niemals von leben. Niemals überleben mit. Eigentlich überhaupt nicht. An die, die du eh nicht haltest. An die Streaming-Zeiten. Hallo? Natürlich. Ja, Freunde, ganz wichtig. Wir sind jetzt immer live am Mittwoch, Freitag und Sonntag. Und ich möchte gerne am Montag immer Discord-Runden starten, weil in der Zeit möchte ich gerne TikToks aufnehmen, beziehungsweise nicht aufnehmen, aber halt aus Stream-Highlights herausnehmen. Deswegen ist es immer sehr wichtig, Freunde, dass ihr im Grunde immer, warte mal, ich muss hier gerade meinen Discord, warum hat er meinen Discord noch nicht gestartet? Ah, lol, hat er echt noch nicht geschadet. Du hast dich heute wieder verspätet. Sehr glaubwürdig. Hallo? Hallo? Wie klippen. Genau, das ist halt A und O, Freunde. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr bitte so viel klippt wie möglich. Bruder, was für Discord, Alter. Der will mir sagen, dass ich kein Discord habe, oder was? Ich hab doch Discord, Mann.
Wie geht's ab? Wie geht ab? Linus, hallöchen, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Marino ist auch mit am Start, hallöchen, Marino. Fortnite-Geburtstag? Ist Fortnite-Geburtstag oder was? Gar nicht mitbekommen, Leute. So, jetzt. Jetzt funktioniert's. Sehr gut, Leute. So, also wie gesagt, ganz viel Clippen. Wenn irgendwas Lustiges im Stream passiert, was ihr irgendwie als Video-Highlight haben wollt oder so, dann clippt das Ding, damit ich weiß, ah, okay, das war eine coole Situation, dass ich das auch wiederfinde. Huhu, ihr Lieben! Mars Gaming, hallöchen! Was geht, Mars Gaming? Grüße dich! Ich hoffe, dir geht's gut. Werde eh mehr clippen. Oh, danke, Layla. Wirklich, vielen, vielen Dank. Freut mich natürlich zu hören, wenn du hier mehr klippen möchtest. So, genau, weil ich habe ja auch meine YouTube-Biografie neu angeordnet, neu gebaut und so, Leute. Und ja. Ich möchte jetzt auf jeden Fall auch auf... Das sind halt das Geile, Leute. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ich einen geilen Clip habe, was hier im Stream irgendwie passiert ist, ja, müsst ihr euch vorstellen, dann ist das so cool, dass ich im Grunde einen Clip erstelle und aus diesem einen Clip kann ich einfach so viele Videoplattformen mit füttern. Das ist einfach geil, Leute. Real Talk, Leute. Ich kann so viele Seiten damit füttern. Ja, Mann, Bruder, wir sind back. Wisst ihr, ich kann dann so viel mit füttern. Das wäre halt so geil. Ich kann halt einfach wirklich... Ich kann einfach TikTok dann hochladen, das gleiche Video. Auf Instagram lade ich das gleiche, den gleichen Clip hoch. Und sogar noch bei YouTube Shorts. Kann ich auch noch den gleichen Clip hochladen. Hallo Lisa, was geht ab? Hallöchen. Bist aber nicht mehr im Hype. Standardskill muss wieder mit dir aufnehmen. Digga, den Hype hatte ich ja 2017. Das ist schon lange her, Digga. Hype ist schon lange weg. Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden, so wisst ihr. Und außerdem geht es ja nicht immer um Hype und nicht um Zuschauerzahlen oder irgendwelche Klicks, die man hat, sondern einfach nur zusammen Spaß haben, so weißt du. So Spaß wie die Bullen da vorne. Also ich finde ja immer, dass es einfach um den Spaß geht, den man hat. Ja. Und der ist mir einfach wichtig. Der ist mir einfach wichtig, der Spaß hinter dem Ganzen. Und nicht den Ruhm oder dass ich auf der Straße erkannt werde oder sonst irgendwas. Es geht um Spaß, so ist es. Moin, was geht ab, Bro? Moin, moin, Digga. Ja. Er ist Runner. So, ich habe eben mal geschaut nach einer eventuellen... Wir müssen eigentlich mal so die Grafik machen, also die, so die Sicht machen. Ich habe eben mal geguckt nach einer 5M Grafikmod. So, ich glaube halt wirklich, wir hätten die Nummer von Celine nehmen müssen. Wir müssen auf jeden Fall mal hochfahren. Wir müssen unbedingt mal hochfahren, Freunde, und mal gucken, was da los ist. Warum die Celine sich nicht meldet. Ob die vielleicht schon einen anderen Therapeuten genommen haben. Dann, ja, würde ich vielleicht sogar echt mal schauen, dass wir, ah ja. Da sind doch gerade Schüsse gefallen, oder? Ich glaube, die Sicht ist schon besser, oder? Dass man den ganzen Charakter sieht. AK. Ja, AK, Digga, die rufe ich die ganze Zeit an. Die ist halt einfach nicht da, Bro. Die hat einfach keinen Bock mehr. Die lebt nicht mehr. Annika, hallöchen! Hab darauf schon geantwortet. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht kommt heute nur Among Us. Ja, aber ich weiß nicht. Wir sind wahrscheinlich viel zu wenig Leute für Among Us, Leute.
Wir sind viel zu wenig. Und Among Us geht halt nur, wenn man mehrere Leute hat, die dann aber auch nicht den Stream schauen und so, wisst ihr? Das ist halt immer, Among Us ist immer ein bisschen ein schwierigeres Spiel. Kann man halt so nicht eigentlich einfach machen. Die mögen es ja gern. Vielleicht kommt Luni und Quietsche. Ja, aber das muss man halt mit ankündigen, weißt du? Länger ankündigen. Weil sonst ist es schwierig, ja. Das spielen wir lieber ein bisschen GTA RP. Schau mal hoch, Leute. Zum Therapeuten. Zum Psychologen. Weil wir wollten ja gerne Psychologe werden, Chat. Wir wollten ja eigentlich Psychologe werden. Aber wir müssen mal tanken. Aber wir haben nur noch 6 Dollar bei uns. Ist hier eine Bank zum Abheben? Tanken wir jetzt schnell 6 Dollar rein. Haben wir vielleicht was im Handschuhfach? Nein. Natürlich haben wir nichts im Handschuhfach, Mann. Ist doch klar, Mann. Weil das würde man sofort ausrauben. Mal gucken, wie viel. Ah, ein paar Liter gehen rein. Das war's. Achso. Ich hab kein Geld mehr, Bruder. Hier ist auch keine Bank weit und breit. So eine Scheiße, Mann. Panzerknacker. Oha, Panzerknacker. Leute, ich muss unbedingt hier. Digga, Panzerknacker, willkommen. Du Geringverdiener. Ich hab das jetzt nochmal angepasst, Freunde. Oh, oh, oh. Scheiße. Panzerknacker, Kuss geht raus, Digga. Müssen wir mal schauen, ob wir, ohne Navi da hochkommen. Da. Kappa. Kappa Klaus. Yes, Brit, Digga, was geht's? Wie geht's dir? Talkst du heute mit Stani? Ich weiß nicht, ob Stani, ich hab den schon lange nicht mehr gesehen auf GTA-RP. Sondern der zockt, FIFA. Und ich glaube, der bleibt auch im FIFA erstmal drin. Deswegen. Und ich werde den ganz sicher nicht nerven damit, Leute. Das macht man einfach nicht. Auch nicht unter Kumpels so. Wenn ich doch gerade sehe, dass er FIFA zockt, dann frage ich doch nicht, ja, kommst du RP? Weißt du, was hörst du für Musik? Ah, Hip-Hop, Digga. Hip-Hop, Techno, Piano-Musik liebe ich. Aber so, wenn es um Hip-Hop geht, Kool Savas, Contra K, Kollega, so, das, Sido ist auch noch ganz nice. Aber eher so den alten Rap. Kein Autotune. So Mero-Kacke. Oder Capital Bra feiere ich auch nicht. Ist halt auch viel Assi-Rap dabei, so. Bushido höre ich noch. Wenn mal wieder was kommt von dem. Superchat, Geringverdiener. Oh nein. Nein. Panzerknacker, es tut mir leid, Mann. Scheiße. Wer zockt schon FIFA? Ja, ist so, Digga, oder? Ist schon wieder zu? Digga, ich frage mich. Ich frage mich, wie man da reinkommen soll. Und ob es irgendwie hier so ein Therapeuten-Ding gibt oder sowas. Kein Army-Rap. Army-Rap? Ja, gut. UFO?
ist auch krank. Der ist auch krank, da hast du recht, Digga. Der macht Packs auf und macht über Theo lustig. Ah, okay. nee, die Frage ist eher, Freunde, zu Eminem. Mit Eminem, Digga. Mit Eminem bin ich groß geworden. Ja. Panzerknacker, Digga. Du bist kein Geringverdiener mehr. Samra? Ja, auch geil. Samra. Boah, ja gut, die sind auch alle geil, so, ja. Oder zum Beispiel, Ah, scheiße. Warte. Muss kurz was anhören. So eine Scheiße mit der ganzen Testerei, Leute. Ich bin ja zum Glück schon sehr lange geimpft. Oh, da kommt einer, oder? Ach so. Geringverdiener vor unserem Tor. Geringverdiener vor unserem Tor. Hey, hallo. Jetzt bin ich traurig, Mann. Jetzt bin ich traurig. Ich wollte eigentlich schauen, ob es irgendwie zum Anrufen gibt oder sowas. So als Dienst zu Service, wisst ihr? Benny? Psychiater. Gibt's halt Retalk, Digga. Ach, krass. So, kommt der jetzt zu mir her oder nicht? Sie sehen halt wirklich aus wie so Psychiater. Ich zocke auf Fortnite, ja. Hä, was machen die, Alter? Mann, ey. Zu Händen. Psychiater. Ah, ja, kommt. So, ein wunderschöner Derby. Guten Tag, der Herr. Ist denn die Celine da? Die Celine ist nicht da, nein. Und wann kommt die wieder? Heute tatsächlich kommt die Celine nicht mehr. Ah, nicht mehr? Nein. Und Sonntag? Das weiß ich nicht. Wofür brauchen Sie denn die Dame? Geht um eine Bewerbung. Oder seid ihr da jetzt schon fertig? Das kann ich Ihnen tatsächlich nicht beurteilen. Ich hatte mal gemeint zu hören, dass wir voll sind, aber da wird Ihnen die Frau Hedge dann am Sonntag mehr erzählen wahrscheinlich. Okay, okay. Weil die macht das ja, oder? Ja, genau. Genau, okay. Und am Sonntag ist sie da was vermutlich? Ja, genau, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich auch schon morgen, nur heute ist sie verhindert. Ah, okay, alles klar. Ja, super, das war eigentlich schon meine Frage. Ich weiß nicht, wie ist das hier? Kann man hier irgendwo klingeln oder... Ja, oder funktioniert leider nicht. Müssen Sie einen Termin haben. Ach so, ist nur mit Terminvergabe. Haben ja, Sie denn eine Nummer von Selina? Also bei uns, da hier relativ viele fremde Personen auch immer auf unserem Grundstück sind, deswegen ab jetzt einen Termin. Haben Sie denn vielleicht eine Nummer von ihr? Nummer muss ich. Einen Moment. Das wäre gut, weil dann könnte ich mich. Dann muss ich nicht immer hier rausfahren. Ja, kein Problem. Das wäre super. Die Nummer ist die, schreiben Sie mit. Celine, oder? Celina. Celina. Ah, okay, das A ist wichtig, ja. Nummer? Genau, ist die 339. 339, ja. 9091. Genau. Also ich wiederhole, 339-9001. 91, tut mir leid. 91, also 9091. Genau. Okay. Perfekt. Ja, super. Kennen Sie mich noch, der Herr? Ja, ja, klar. Kennst du mich wirklich noch? Warum? Aber wundert mich. Nein, freut mich. Ja klar, Mann. Geringverdiener hier, werde ich beleidigt. Ich? Nein, nein, dein Kollege, glaube ich, hat das gesagt, oder? Ach so, ja, wir haben Spaß gemacht. Ja, ich habe schon verstanden, weil ich im Hartz-IV-Benz fahre und ihr im richtigen hier. Ja, wohl bemerkt, dieser Benz gestellt vom Psychiatriezentrum. Ach so, echt jetzt? Ja, natürlich, als wenn es unsere Karren sind. Ist das ein Firmenwagen? Ist das ein Firmenwagen, oder was? Ausverkauft, das ist ein Firmenwagen.
Ach so. Ja, merkst du. Ja, krank, Alter. Ja, schau, jetzt sehe ich den Grund, warum man hier arbeitet. Nee, nee, also ja, ich arbeite hier schon seit 4 Wochen. Ich habe bis vor 4 Wochen noch immer meine Privatfahrzeuge gefahren. Ach, krass. Ja, genau. Und habt ihr jetzt viel zu tun, oder? Ja, ist ja keiner da, ne? Hm. Ja, aber ich meine, Also Patienten alles so, chillig. terminemäßig. Oder Ja, es hält sich in wie Grenzen. kommt Mal ihr zu weniger, den mal mehr. Terminen? Wenn ich fragen darf. Außer das jetzt zu persönlich. Also, Nochmal bitte. wie kommt ihr auf so Termine? Also, Also entweder die spricht ihr Leute die kommen an? zu uns oder Ja. wir suchen uns am Öffelpark Leute. Ja, gut, beim. Hier Weiß Studio. Spreche 30 Am Sekunden Würfelpark auf sind so die ein oder Sächsisch. andere Leute, die Das mal eine Behandlung sage brauchen. ich dir aber. Beim Würfelpark. Ja. Ja, richtig. Da sind ganz viele. Da kannst du eh mal drüber laufen. Da hast du gleich mal 10 Patienten dabei. Aber das Ja, das sage ich stimmt. dir. 10 Stück mindestens. Da laufen ja so viele frei rum, so Verrückte. Das gibt's nicht. Ja, deswegen, ja, habe ich eigentlich Lust gehabt, euch hier so behilflich zu sein. Aber habt ihr schon welche Ja. eingestellt? Das weißt du nicht, oder? Wie bitte? Haben sie schon welche eingestellt? Nee, noch Danke, nicht. Freunde. Oder ist mir nicht bekannt. Ah, okay. Bisher seid nur ihr zwei und die Dame, oder? Achso, nee, nee, wir sind tatsächlich 10 Mitarbeiter. Ach, 10 Mitarbeiter. Ja. Ach du Scheiße. Also deswegen bin ich mir auch noch nicht sicher, aber ich glaube tatsächlich auch schon, dass wir sehr gut voll sind. Ja, denke ich. Und gehaltmäßig läuft auch gut, oder? Ja, es läuft ganz okay. Wie sieht so der Ich Scheck meine, Sie aus? müssen ja auch so bedenken, wir arbeiten ja nicht die ganze Zeit, ne? Wir können ja auch mal außerhalb der Arbeitszeiten, das ist ja ganz angenehm hier bei uns, die Arbeitszeiten, wir können auch innerhalb der Arbeitszeiten mal in den Pool gehen oder uns einfach Ah. mal privat beschäftigen und kriegen trotzdem unser Gehalt ausgezahlt. Ach krass, ja, das ist nice, das ist nice. Deswegen kriegen wir da tatsächlich ein bisschen weniger, aber dafür kriegen wir halt mehr, sagen wir es mal so. Ja, so bereitschaftmäßig, wenn ihr halt gebraucht werdet. Genau. Ah, so stark. Die Ja. Golfclub-Mitgliedschaft muss zahlt ja nicht von selbst. Hier Ja. Weiß Studio. Spreche 30 Sekunden allgäuerisch. Ja, super. Also, ich sag mal so: dann komme ich einfach mal am Sonntag nochmal nach. Und Machen Sie dann, das. ja, hoffe ich mal, dass ich irgendwann mal hier arbeiten kann, weil ich finde das schon super da drin. Hoffe Das ich ist auch. super. Freue mich auch vorbei. Ja. Ja, freue ich mich auch. Ja, dann wünsche ich was, ja? Ebenso. Und Schönen sag, Tag. schönen Abend und Servus, ja? Servus. Vierti. Ach Mann, Vierti. Leute! Ach Mann, was macht ihr mit mir? Ist das Meta? Ihr seid so doof, ey. Ihr seid so doof, ey. Mann, ihr seid so doof. Ohne Witz, Leute. Ich kann das doch nicht im RP mit einbauen. Was denkt der, na, Servus? Was denkt der sich, bitte? Was denkt der sich? Yes, Brit. Geringverdiener. Das war ich. Danke, Katzenmeister. Der hat sich wahrscheinlich gewundert, was ist denn jetzt los? Mann, ey. Wenn jetzt noch die Synchronstimme ausgepackt worden wäre. Ja, okay, Mann. Dann gehe ich jetzt einfach, okay? Und ja, ich komme dann einfach am Sonntag wieder, ja? Okay? Ich komme einfach am Sonntag wieder. So ein Ding wäre das dann gewesen. Hallo Julia, was geht? Und sowas meine ich, Freunde. Sowas müsst ihr klippen. Weil das war jetzt schon cool. Ja? Und wirklich einfach klippen und mir auf Discord senden. Chat, ihr müsst wirklich. Ihr müsst mir das Real Talk. Das ist lebenswichtig, mir das auf Tick, auf Ding zu senden. Hier, Leute, ich habe hier extra auf meinem Discord. Ah, könnt ihr wieder nicht sehen, weil ich hier. Ah, ich habe Bildschirmübertragung an. Auf jeden Fall auf meinem Discord gibt es einen Medienrang und da könnt ihr einfach eure Clips reinsenden. Und das wäre so nice. Wirklich, Leute. So, jetzt können wir mal schauen, ob die Frau Flauschig denn da ist. Wohnt hier jemand? Ich hoffe nicht. Oh, da ist da doch, da ist jemand zum Auspacken. Sind das alles hier Wohnungen, wo jemand wohnt? Ach du Scheiße.
Wir müssen Sprit sparen, Freunde. Wir haben kein Geld. Wie schnell ist der Wagen? Ah, geht schon ab, Digga. Geht schon ab. So. Bayern München führt 1-0. Richtig nice. Boah, Digga, ich... Alter, hier flog gerade im Spiel irgendein Vieh in meiner Kamera vorbei. Und ich dachte, es wäre absolut in echt gewesen. Ach du Scheiße, Digga. Einmal schreiben, reicht, danke. Yes, Brit, Digga. Machst du das gerade oder was? So, genau, wir wollten Frau Flauschig mal an Lurger hier. Ob de Frau Flauschig, Flauschig! Ja, super, perfekt. Hallo, schöne Frau. Frau Geil, ist sie da? Ach du Scheiße. Scheiße. Ach du Kacke. Nein, nicht. Oh, ich hab. Yumi. Scheiße, Digga, wer war nochmal Yumi? Was? Wer war Yumi? Okay, auch nicht da. Oh, sorry, verwählt. AK. AK hat einfach keinen Bock mehr, Digga. Ey, ich hab AK nie wieder gesehen. Zu viele Frauen, wa? Julia, ich sag's dir. Ich sag dir, ich hab keine Ahnung mehr. In echten Leben gebe ich meine Handynummer nie raus. Nie. Ich habe meine Handynummer seit 10 Jahren und 50 Leute haben meine Handynummer. 50 Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass 50 Leute nur meine Handynummer haben in 10 Jahren. Und darunter sind ganz wenige Girls. Weil ich meine Handynummer einfach null rausgebe. Weil ich sehe immer nie den Grund, warum ich auf WhatsApp schreiben sollte, wenn es doch Instagram auch tut. So, du kannst ja auf WhatsApp nicht anders schreiben wie auf Instagram. Es ist ein Messenger. Deswegen sage ich immer, oh, sorry, WhatsApp nutze ich nicht. Wie du nutzt kein WhatsApp. Sagen die dann immer. Astrein eingepackt, würde ich sagen. Ja, ein bisschen schief. Stell dir vor, AK kommt nur dann, wenn Stani da ist. Omega Lull. Lol, stimmt, Digga. Ja, wahrscheinlich, Alter. Die wird Stani halt stream snipen. Gucken, ob Stani live ist. Real Talk, Chat. Real Talk. Hey, Alter, jetzt, wo ihr das sagt. Oder er das sagt. Real Talk. Bro, ich... Bin ich dumm? Ich hab gefragt, ob ich dumm bin! Wo kann ich hier abheben, Mann? Gib doch Geld, Junge! Für was geh ich denn arbeiten, Mann? Ja, okay, ich bin arbeitslos, aber warum? Ey, ich will mein Bankgeld, Mann! Stand das da jetzt gerade dran? Bin ich dumm? Five Head Move. Hey, boah, was geht ab? Nee, glaube nicht. Super Sticker. Ein Panzerknacker. Für 0,95 Schweizer Franken. Hau dir hier erstmal raus, Digga. Ja, bist du, Chris, aber so mögen wir dich. Dumm. Danke. Kuss geht raus. Man weiß es halt nicht, weil Stani im Stream zu AK auch sagt, wenn er wieder kommt. Ja, okay. Ja. Also, ah, scheiße. Ich will ihr jetzt nicht vorwerfen, dass sie Stream sniped. Auf keinen Fall so. Digga, das ist eine... Ich wollte gerade sagen, Bruder, das ist eine scheiß Bank. 300 Dollar, Digga. Bei der Bank kann man kein Geld abheben. Ja, perfekt. Habe ich auch gerade gemerkt. Mann, mein Auto sieht auch wieder scheiße aus. Ah, warte, ich muss schnell was gucken. Okay, Reparaturkasten haben wir noch einen drinnen. Sehr gut.
Ist der Sound jetzt zu laut? Auto ist zu laut, oder? Hört mal kurz. Geht. Ja, etwas zu laut. Ja, der RP soll ja auf jeden Fall im Vordergrund stehen. Alle Jungs jetzt wahrscheinlich... Nein, Digga! Geiler V12-Motor! Habe ich abgesperrt? Ah, wir müssen schnell gucken, was ein Reparaturkasten kostet. Digga. Ich als Girl, nee, ist zu laut. Okay, Leila. Hi. Hi, bin im Chat. So, wie viel will der Werkzeugkasten? $50. Ist halt schon viel, gell? Ist schon viel, gell? Aber wir sollten immer zwei im Kofferraum haben. Jetzt okay. Also ich sag mal, auf dem Server ist halt... Jetzt mal, wie heißt ihr, Lo? Also der eine heißt Justin, habe ich gehört. Wenn... Ich heiße auch Justin, Digga. Ah, okay. Hi Jungs, ich bin Soko. Bruder, das ist kein Kollege von mir. Das ist einer, den ich am Würfelpark kennengelernt habe und weil das in der Nähe ist, wollte ich, dass der Dings, Mann, hier hinkommt, mir ein Auto repariert. Ich küsse dein Herz, Bruder. Geiler Benz, den hätte ich auch gerne, Alter. Aber ich zahle keine echten 100 Euro. So viel Geld habe ich nicht. Michael, was geht? Ich habe keine 100 Euro für ein Auto, was im Game ist. Auf Markt sind gar keine neuen Spiele außer FIFA, aber Pay to Win. Ja, krank, Alter. Also, ach, lol. Ich habe schon gesehen, wie Trimax hier die ganzen Karten zieht und so. Ist schon wirklich heftig. Also, ich weiß nicht, ich finde es schon krass, wie viel Geld da einfach flöten geht. Weil, ich meine, da gucken so viele kleine Kids zu. Ich weiß nicht. Ist schon heftig. Und ganz ehrlich, Panzerknacker, bin dann raus. Alles klar, Digga, Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank. Wirklich Dankeschön. Ah, ist voll getankt. Und ich habe das auch immer zu meinem kleinen Bruder gesagt. Weil mein kleiner Bruder war da halt auch immer sehr, sehr so, dass er im Grunde, da rein paid. Ja. Und ich habe da auch immer gesagt, so, ja, Bro, Noel, so heißt mein kleiner Bruder, das bringt halt nicht viel, wenn du da Geld reinsteckst, weil du hast halt gar nichts davon, außer eine virtuelle Mannschaft, die halt nichts mehr wert ist. Wenn es zu laut ist, bitte sagen, ja? Weil, wie gesagt, die Stimmen so... Ah, bremsen, bremsen, bremsen. Weil die Stimme muss hier wirklich auf jeden Fall im Vordergrund sein, ja? Fett. Wie geht's, wie steht's? Ey, Lua, was geht? Sagt der, was Skins kauft und Battle Pass holt? Ja. Kinsey, da hast du recht, Digga. Ist so. Ich hab so viel Geld da reingesteckt, Alter. Das kannst du keinem erzählen. So viel Geld reingesteckt. Hast du The Walking Dead geschaut? Noch nicht fertig, aber ich bin absoluter Fan, Digga. Ich habe alle Staffeln gesehen, außer jetzt die neuesten Folgen. Ich bin einfach null dazu gekommen. Keine Ahnung, Chat. Keine Ahnung. Wirklich Retalk, Alter. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch Haus des Geldes noch nicht durch. Nervt mich extrem. Weil Haus des Geldes liebe ich, Alter. Aber ich komme halt momentan halt null dazu. Boah, Bruder, der hat mich fast zusammengefahren, Alter. Hä? Der dumm? Ey, Kollege! Ja? Hast du mein Auto nicht gesehen, oder was? Hä? Ich hab das doch gar nicht angefahren. Ach, scheiße, Mann!
Sorry, ich habe es gerade wirklich nicht gesehen. Hier Weiß Studio. Spreche 30 Sekunden ich mit Synchronstimme. Oh, kacke, Mann. Ey, Mann, Digga, jetzt bist du mir voll in die Karre gefahren. Scheiße, Mann. Ey, sorry. Was mache ich denn jetzt? Hast du Werkzeug im Kofferraum oder ja, so? Ja. Hast du? Ja, aber immer. Ich fahr kurz zurück und dann ja. Machen wir das, okay? Mann, Mann, Alter, da bist du aber richtig hinten reingefahren. Ja, hab ich ja gar nicht gesehen. Ja, Mann, ey. Scheiße, ey. Mann. Ach du Scheiße. Alter, zum Glück fährt die Karre überhaupt noch. Ja, Scheiße, Mann. Ganz knapp. Also ich weiß nicht, Mann, ob du das hinbekommst. Überhaupt nicht gesehen. Ja. Scheiße. Ah, da jetzt kann ich mein Fahrzeug wieder nicht abschließen. Scheiße. Das Kotzen. Also ich sag dir, wenn du so übermüdet bist, Digga, sag ich dir, solltest du lieber mal ein Schläfchen machen, ja? Ich kenne das halt auch von mir, wenn ich übermüdet bin, Digga, dann sehe ich ganz komische Sachen. Da musst du immer aufpassen. Oder auch nicht. da hast du recht. Ja, ja. Ich würde mal hier hinten rum versuchen, oder? Oh. Oder kommst du da auch ran? Nö, nö, das schaffe ich. Ich hatte mal so ein Praktikum. Okay. Bei so Tuning-Werkstatt. Ah. Ich bin Profi. Wurde aber auch nicht übernommen dann? Nee, natürlich nicht. Wegen deiner Arbeitsqualität oder. Was soll das denn heißen? Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt hier rauskommt. Scheiße, Mann, warte mal kurz. Solange es danach nicht aussieht wie ein Smart oder so. Ja. Ah, Scheiße, jetzt fahren die weg. Warum? Kennst du hier was? Ich glaube, ich kannte die. Mach mal auf, ich muss mich erst reinsetzen. Ja. Sieht aus wie neu, ey. Kannst du den Motor auch aus? Ja, bauermäßig. Hast du den Motor auch gemacht? Ausmachen? Nee, ausmachen. Sprit sparen, weißt du? Nicht so viel Geld auf Tasche. Ja, schon aus. Ey, ich sag dir danke, Mann. Danke. Yo, kein Problem, ich hab ja auch reingefahren. Alles ja, gut. Sieht wieder aus wie neu, glaube ich. Ja, ja, perfekt. Dann gehe ich jetzt mal Äpfel machen, damit ich das wieder reinbekomme. Ist Äpfel machen gut? Ja, das geht, das bietet halt ein bisschen Geld. Warte, ich wollte eigentlich Trauben gerade machen, aber... Oh, ich empfehle die Äpfel, Trauben ist voller. Wer bist denn du eigentlich? Ja, warte. Ja. Oi. Ja, mal gucken, ob er noch geht hier, weißt du? Ja, ja, na klar. Ich bin Justin, Mann. Was? Justin. Ja, genau. Und ich wollte mir jetzt gerade eigentlich Klamotten holen. Mhm. Bisschen, weil ich keinen Bock hier meine dreckig zu machen. Ja, können wir direkt reingehen. Ich will mir nämlich Arbeitskleidung anziehen, wenn ich dann gleich los muss. Ja, und du machst dann Äpfel, oder was? Ja, ja. Was gibt das so eine Tour? $672. $600 eine Tour? Mhm. Boah, das ist aber schon ordentlich. Dauert halt aber so 4 Minuten. Vier Minuten, sage ich schon. Ich bin auch dumm, eine Stunde. Ich wollte gerade schon fragen, ob du einen Ferrari fährst oder so. Ja, klar. Dann packe ich dann über die Äpfel rein. Ja. So, Mann. Ja, und Trauben ist nicht so gut, oder was? Doch, aber ist halt voller. Aber arbeitest du mit Chemikalien oder warum? Nee, überhaupt nicht. Das ist bloß so ein... Sorry. Okay, ich bin auch immer aggressiv, wenn ich so eine Maske sehe. Alles gut bei dir. Sorry. Jetzt habe ich meine Kopfhörer und meine Brille verloren. Ich würde nochmal reingehen, vielleicht kriegst du nochmal ersetzt. Die liegen da. Ach so, nee, wenn, jetzt sehe ich noch jünger aus. Ist ja noch barbarmäßiger. Naja. Das ist ein schicker Wagen hier. Das nächste Mal vielleicht nicht draufschlagen. Dankeschön. Ganz nett. Wie kann man sich den denn leisten? Schöner Wagen. Wie ich mir den leisten kann? Ja. Sag mir jetzt nicht, geh arbeiten. Doch, ich gehe arbeiten. Ja, was arbeitest denn du? Ich arbeite als Baumwollenpflücker. Baumwolle? Genau. Ist das gut oder was? Das ist super. Wie heißt denn du, wenn man fragen darf? Ja. Ich bin der Rascho. Rascho? Nee. Rascho? Aber okay. Ja. Ja, dann Jungs, viel Spaß euch. Ich muss Mode holen, muss arbeiten. Ich muss den Werkzeugkoffer wieder reinbekommen. Ja, kriegt man gutes Geld bei Baumwolle? Natürlich. Ja, wo kann ich mich da bewerben oder? Für wen arbeite ich da? Für wen arbeitest du? Auf jeden Fall nicht für den Staat. Ach so! Und wer bezahlt mich dann? Der ein oder andere, oder besser gesagt, die ein oder andere höhere Person. Okay, und kann ich da einfach anfangen, oder muss ich Jein. Da... Okay. Du müsstest dir sozusagen eine Erlaubnis erbitten oder erkaufen. Okay, wo mache ich das? Erkaufen, was kostet das? Ich weiß nicht, bei jedem ist es anders. Ich habe sie jetzt einfach so geschenkt bekommen, weil Connection. Einfach mal nachfragen nach dem grünen Feld einfach.
Grünfeld, und wen frage ich da? Bestimmt nicht die Polizei. Nicht die Polizei, genau. also es sind, ich sag mal, schicke Männer. Okay. Schicke Männer. Sind wir eher hier? Ich kann dir leider dazu nichts sagen, wo das Feld ist oder was es kostet, weil sonst bin ich auch ein Kopfkitzer. Grünes Feld. Grünes Feld, genau. Boah. Hier ist ganz viel Grün auf der Insel. Hier ist sehr viel grünes Feld, ja. Genau. Wow. Aber es gibt ein bestimmtes grünes Feld. Moin. Guten Tag. Was geht, was geht? Na scheiße, Mann, ich will jetzt nicht jeden Anzugtypen anquatschen, ob der Baumwolle braucht. Baumwolle, Mann! Ja? Kennst du dich aus scheiße. Mit Baumwolle? Ich sag nichts dazu, ja. Warum sagt denn hier keiner was? Das ist ganz schwierig, darüber zu reden. Ehrlich? Ist das nicht so ein breites Thema? Ja, es ist schon ein breites Thema, aber überall Augen, ne? Okay. Einmal was Falsches und dann bist du im Kopf kürzer, deswegen sage ich auch ehrlich? Nicht viel darüber. Ja, scheiße, Mann. Ich hab keinen Bock, scheiß Äpfel zu pflücken, weißt du? Ja, Äpfel pflücken ist noch ein bisschen schwierig. Ja, gibt halt schon ein bisschen Geld, aber wenn mehr geht, würde ich auch mehr nehmen. Auf jeden Fall. Den, das ist ein grüner Mann, oder wie? Er ist ein Dinosaurier ist, oder so? Das ist ein Dinosaurier, glaube ich. Sag mal, wo läuft die Karnevalparty? Ja, hab ich ihn auch schon gefragt. Oh. Was hast du für einen Bauch, Alter? Was hast du getrunken? Bierbauch, oder? Gegen meinen Bauch, Mann. Nicht schlagen, hör auf, ja. Da esse ich alles. Und was machst du jetzt damit? Keine Ahnung. Mit dem Kostüm? Keine Ahnung. Rumchillen. Alien. Bruder, da sehe ich dich drin als Alien. Ja. Läuft dann irgendwo Karneval oder? Nee. Faschingsumzug. Ich hab nichts da drin gefunden, was passt. Ich wollte mir so ein Rennen. Jungs, wir sehen uns, ja? Ja, oh, Bro, du musst mir noch sagen, wo grün fällt. Ich kann dir nichts drüber sagen. Du musst sag mir einfach mal deine Handynummer. Postleitzahl. Weitergeben darf ich nicht, sorry. Vom großen Mann darf ich das nicht weitergeben. Du kannst mir auch nicht sagen, wie viele Sterne oben am Himmel sind. Doch, ich kann dir das sagen. Eins kann ich dir sagen. Ja? Meistens schwarz-rot gekleidet. So wie du jetzt hier. Japanische Herkunft. Mehr darf ich nicht sagen. Ah, okay. Ja, das hilft mir schon mal. Perfekt. Ich wollte Nudeln essen gehen. Perfekt. Also, okay, ich danke dir, ja? Jo, bitte, wir sehen uns. Und du steigst jetzt hier in dein grünes Mobil, oder was? Ja, in meinem Bennys-Truck und fahr zur Arbeit. Was arbeitest du denn? Bennys. Sonst hab ich ja keinen Bennys-Truck. Ach so. Ja, das stimmt. Ach so, sehe ich gerade. Da ist ja schon so abgerannt, dass die Schrift weggeht. Nee, der ist nicht abgerannt. Ach so, das ist Absicht. Das ist ein alter Truck, deswegen. Ach so, okay. Die gibt's nicht mehr. Es gibt weniger, was geht? Die sind alle so. Die gibt's doch nicht anders hin. Okay, okay. Ja, dann, ich wünsche dir was, ja? Jo, ich dir auch. Hau rein, ciao, ciao. Grünes Feld, Leute. Das Ding ist halt, ich würde halt richtig gerne wirklich halt irgendwie mal ein bisschen illegal arbeiten. Weil das als Therapeut, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob das was wird, Freunde. Ich weiß ja nicht. Da bin ich mir nicht so sicher. Zuckerfee! Erstmal was trinken hier, Wasser ein bisschen. Gibt's ja nicht, Freunde. Oh, Raul hat noch geschrieben, er ist bei Walking Dead Staffel 11. Ja, ich auch. Ich bin auch Staffel 11, halt die neueste. Traum. Alter, sind hier schon wieder Schüsse oder was? Digga, warum ist denn mein Auto schon wieder kaputt? Nee. Fühle ich nicht. Digga, der hat die Schrauben nicht festgemacht. Alter, da sitzt einer oben drauf. Ja, moin. Alter! Ich
hoffe, ich kann da jetzt ohne Probleme hin. Asiatische Herkunft. Nee, bin mit Handy nicht bei Twitch eingeloggt, deshalb. Ach so. Keine Ahnung, Chat, wo hier was von grünem Feld sein soll. Die Route ist halt hundertprozentig nicht eingespeichert. Aber ich kenne halt aus damaligen Zeiten, war hier oben irgendwas. Moin Knocktix, was geht? Grünes Feld, Alter. Fahr mal dem Roten doch mal ein bisschen hinterher, oder? Fahr mal dem Roten mal hinterher hier. Bisschen observieren. Wo ist der jetzt hin? Hä, wo ist der jetzt hin? Bin ich dumm? Der links gefahren? Ich würde ein bisschen gerne, wenn der Rote wegen dir Ärger bekommt, tut er mir echt leid. Ja, dann tut er mir wirklich auch leid. Ey, Flopper, was geht? Hallöchen, schön, dass du da bist. Was hast du heute gegessen? Nur Toastbrot. Toastbrot mit Wurst. Autoknacken lohnt sich halt nicht. Ah, hab grad gesehen, hab kein Geld leider. Kann mir leider nichts leisten. Okay. Soll ich Ihnen danke. Ihr Auto ein bisschen reparieren? Oh, wenn Sie das können? Da hat eben jemand ein bisschen rumgeschraubt, aber ich glaube, das war so ein Hobbyschrauber. Jetzt ist hinten die scheiß Ding kaputt, Mann. Ich mache Ihnen das mal gratis. Oha, ehrlich jetzt? Ja. Boah, das ist richtig korrekt, Mann. Die scheiß Stoßstange hinten. Ich glaube, der hat die nicht ganz festgeschraubt. Ich müsste mich da dann nochmal reinsetzen. Ja, ja. Alles in Ordnung. Ist derzeit ein Mechaniker verfügbar? Ja. Verspreche geschönten Tuning. Okay, ich komme gleich zu Ihnen. Sieht das besser aus jetzt hin? Ja, bei mir schon. Warten Sie mal, ich fahre mal ein Stück vor. Okay, das ist, glaube ich, ein Fehler irgendwie beim Auto. Ja, ich glaube, das sind falsche Schrauben oder so, Mann. Ja. Ja, Scheiße. Ich glaube, die Schrauben haben wir nicht vorrätig. Können Sie mir irgendwie Werkzeug geben? Vielleicht versuche ich mal da ein bisschen zu schrauben. Ich habe kein Werkzeug dabei, das wird mir immer gestellt. Ach so, scheiße. Ja. So hauseigenes Werkzeug, ja, oder? Genau. Dürft ihr nicht rausgeben. Ja, ja, verstehe ich. Dann fahre ich halt mit, ja. Sie können auch Ihr Auto einpacken und das Weiße hier nehmen. Wenn Sie wollen. Ist es Ihres oder was? Ja. Oha, darf ich damit fahren? Ja, ist auch voll schön. Okay. Und wo soll ich den hier hinstellen? Einfach in die Garage da vorne bei dem Herrn. Okay, ja, warten Sie. Ey, King Sky, Digga, danke für deine 2 Euro!
kommen Sie mit. Okay, dann nehme ich das einfach, oder? Jo, einfach mitnehmen. Dankeschön, Mann, ey. Jo, anders schon. Korrekt. Ich hoffe, du hast leer geräumt. Alter, ist der geil, Mann. Ich bin voll. Warte, wir haben einfach ein Auto. Wow, 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 wow. Wir haben einfach ein Auto geklaut. Also, nicht geklaut, aber ey. Lena, nicht schreiben, dass er da ist, bitte, ja? Alter! Freunde, wir haben ein neues Auto! Wow, 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 wow! Ach du Scheiße, Digga. Wenn wir jetzt mit dem Wagen einen Juwelenraub machen? Dieses Auto kennt ja wahrscheinlich keiner. Alter, Freunde, wir haben einfach Frau Bu, was geht, Bau. Okay, ich glaube, hier müsste man eine Waffe ziehen oder so. So wie es auf anderen Servern der Fall ist. Das ist einfach fucking nochmal eine Tür. Als Fenster, WTF. Schade. Sorry, war gerade auf Twitch konzentriert. Leila, alles gut, alles gut. Flopper, Digga, wie geht's dir? Alles gut? Danke für deine Doni. King Sky Jet hat hier einfach 2 Euro Donation. Donation. Puss geht raus, Digga. Alter, wir haben einfach einen Frontantriebler. Ich sag euch, das Schönste, ich weiß, die meisten Männer wollen immer einen Heckantrieb, weil man dann im Winter gut driften kann. Aber ich sage euch, Leute, Retalk, ich fand Heckantrieb immer scheiße. Das ist ohne Witz. Ich hab Stani seine Nummer gar nicht, ja? Und außerdem würde ich den jetzt auch nicht anrufen. Weil das macht man einfach nicht, ja? Das macht man einfach nicht. Chavez. Schade. Alle nicht da, Freunde. Wir haben Freitagabend und es ist keiner da, Mann. Der Wagen ist geil, Mann. Was ist 4WD? Quattro oder was? So, ich war gerade auf Twitch konzentriert. Ja, ja. So, jetzt haben wir ein richtig geiles Auto, Chat. Was auch richtig gut abgeht hier. 160, merke ich gerade. 170. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße. Hoffentlich muss ich das nicht zahlen, Mann. Das Ding kann richtig driften, Alter. Guten Abend, ich liebe YouTube. Was geht ab, Digga? Moin, moin. Digga, das Ding kann driften? Holy shit. Obwohl es kein Heckantrieb ist. Oh, wir fahren in verkehrte Richtung. Tokyo Drift? Ja, ist so, Digga. Guck mal. Oh, 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 wow, 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 wow. Scheiß die Wand an. Luna! Die sind auch ganz verdächtig, Freunde. Sage ich Retalk. Sollen wir mal bei den Bullen vorbei driften, oder? Da sehe ich mich drin.
Wir dürfen leider nicht schneller fahren. Juckt die halt wahrscheinlich nicht. Juckt die halt nicht. Okay, die juckt's nicht. Ey, Unicorn! Hallöchen! Was geht ab? Wir gehen mal auf die Autobahn mit dem Ding. Wir gehen einfach mal auf die Autobahn, würde ich sagen. Digga, aber damit kann man halt schon... schon echt geil driften, Mann. Okay, die juckt's einfach nicht. So, und jetzt let's go, Digga, gib ihm! Ist er kalt, gib ihm 6,5! Let's go! Gucken wir mal, was das Ding hier auf die Schnelle geht, Freunde. So, wir schneiden uns an mit U. Ganz wichtig. Wie geht's dir, Unicorn? Guten Morgen, Leute. Hallöchen, wie geht's dir? Ich hoffe, alles fit. Im Schritt. Wie steht's? Wie geht's? Was machst du am Wochenende hier? So. Das war's, oder wie? Das war der ganze Spaß? Das war der... Achso, das war jetzt der Spaß, Freunde. Chillen und Bier. Ja, ich trinke ja keinen Alkohol. Ich trinke keinen Alkohol. Bei mir gibt's nur Wasser, wenn Layla zuschaut. Und wenn Layla nicht zuschaut, dann trinke ich auch gerne... Ich dusche gerade? Mit dem Handy in der Hand oder was? Du guckst den Stream oder wie? Wie kann ich mir das vorstellen? La, 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 wischi, waschi. Oder was? Oder wie sieht das aus? Ehrlich, Katzenmeister. Holy shit. Real talk jetzt? Das ist krank, Mann. Ah, Wasser kann man nicht markieren. Ich sag dir, Wasser. Oh, wow, wow. Ich sollte mal bei James Bond anrufen. Was aber selten ist und dann sehe ich es nach. Ja, das ist immer das. Wasserdicht. Ja, iPhone ist auch wasserdicht. Und ich sag euch, der ist auch nicht mehr ganz dicht. Fahren lernen wir nochmal. Das war doch voll geil. Guck mal den Drift an hier. Pass auf, ich kann das. Nicht passiert, oder? Keine Schramme im Auto. Perfekt. Das können wir. Kurz Badewanne einen Fernseher platzieren. Boah, das ist auch ganz gefährlich. Sag ich dir aber Retalk, da musst du aber aufpassen, ja? Weil das kann auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Sag ich dir aber, wie es ist, Mann. Da musst du voll aufpassen. Das kann voll nach hinten losgehen, ja? Da kannst du richtig Ärger bekommen, Mann. Wenn der Fernseher ins Wasser fällt, Mann, dann kriegst du einen anderen Stromschlag. Und der ist mit nichts vergleichbar, Mann. Ich will da rüberfahren. Wo komme ich da rüber, Mann? Ah, hier war das. Achtung, Drift des Todes! Oh. Einfahrt verpasst. Perfekt. Ja, das Auto ist geil, Mann. Okay, Detektiv Conan. Du wärst ein perfekter Stuntfahrer. Danke, Knights-Zocker. Endlich sagt es mal jemand hier. Okay, Mann. Ich sag dir, wir schauen jetzt mal da rein. Da muss ja irgendwas möglich sein hier.
Irgendwelche Arbeiten oder so. Irgendwas muss da hier möglich sein, Mann. Ich kenne diese Felder noch von damaligen Zeiten. Aber ich weiß nicht. Sauber. Ja, also ich glaube... Wohnt hier jemand vielleicht? Oh, scheiße, Digga. Oh, fuck. Oh, fuck. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße, Digga. Ach, du Scheiße, nein! Ach, du Scheiße, Digga. Ich will gar nichts. Ich will nichts. Ich will nichts. Ich will nichts. Hä? WTF? Nein, 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 nein. Ach du Scheiße, Digga. Ja, warte, ja, lass uns recht ranfahren. Ja, lass uns doch, hä? Lass uns doch recht ranfahren. Ist doch viel sicherer. Hä? Ja, okay, okay. Hallo, was ist denn? Hallo, was ist denn? Ihr packt den ein, in irgendein Auto einpacken. Wir nehmen den mit. Hä, warum denn das jetzt? Ich guck das Auto durch. Eine Hand fesseln an den. Ich hab's. Ich hab Kabelbinde. Attacke, das muss schneller gehen, Jungs. Ab, 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 ab. Ich hab gar nichts gemacht, Mann. Einer mit Kabelbinde anlegen. Ja, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Hä, sag mir denn mal, was ist denn los? Ja, halt deine Fresse, steig jetzt ins Auto an, ansonsten bist du vor Ort tot. Leute, das muss schneller gehen. Gib da rein. So, gib die Moin. Weiter. Da rein, oder was? Ja, ja, ja. Hier rein, los. Ist da noch Platz? Ja. Ich fahr mit seinem, mach ihm die, ich mach dir die Tür auf. Ja, okay. Sag ich. Steig ein. Ich hab mich nur in der Straße vertan. Mhm. Ja, genau. Da werden wir gleich erfahren, ne? Okay. Und die Pistole in meiner Hand ist meine Wasserpistole, alles gut. Was? Halt jetzt die Schnauze. Die Pistole in meiner Hand ist meine Wasserpistole, alles gut. Okay, Mann. Von wem bist denn du? Ja, von niemand. Oh, das tut mir leid. Na, dann ist ja nicht schlimm, dann ist ja nicht los, ist alles gut. Weil ich jetzt die Straße reingefahren bin, oder was? Ja? Ja. Unglücklich, ne? Und weil du komisch riechst. Genau. Okay. Ja, wenn du hier einen ablassen, dann kriegst du eine Kugel. Ich hab's Fenster offen. Alles gut, ja, Mann. Das ist das auch. Ja, ich komm gerade aus der Stadt. Ich muss da nicht hin. Na doch, das machen wir schon. Alles gut. Mach dir keine Sorgen. Wir kümmern uns um dich. Okay. Keine Sorge. Wohnt ihr da, oder was ist das? Ich stell ganz so viele Fragen. Doch mal die ja, ich auch, einfach bitte. Mal die Fresse. Halt mal einfach dein Maul. Ja, Mann, okay. Ist in Ordnung. Ach, komm, Digga. Also ich hoffe, die machen jetzt einen besseren RP. Das war's mit Driften, ne? Oh nein, wo bringen die mich jetzt hin? Oh nein, Digga, wenn die so mit meinem Leben umgehen, nur weil ich in ihre Straße reingefahren bin. Oh, oh, dass wir hierher fahren, ist nicht gut für dich, Digga. Warum? So, das lässt gleich erfahren. Hey, Jungs, ich bin einfach nur in die Straße du reingefahren. Du sollst die Schnauze halten. Ja, was soll denn das, Mann? Halt die Schnauze. Was soll denn das? Wir sind hier und fertig. Ey, komm, Mann, ach, was Digga, soll das? Mach das falsch vor. Ey. Hör einfach der Musik zu und Fresse halten, ja? Mann, ey. Soll ich einen Zocker geben, dass er die Fresse hält? Ja, bitte. Ah, ich sag ja schon nichts. Wie du schreibst eine Akte. Hallo? Hallo. Ja, Digga, schau mal, wenn die RP-Gespräche aus dem Auto machen, Digga. Da krieg ich ja schon. Idee, Junge, ne? Warte, ich leg ja mal auf. Digga, ich bin. Ey, ich wollte gucken, ob man da arbeiten kann, Digga. Kampfmeister! Manu? Manu. Nachname? Brown. Okay. Brauchst du ein Auto? Soll ich dich zur Garage bringen? Kannst du auf unserem Anwesen oben machen? Nee, alles gut, Jungs. Alles okay, gut. Alles klar. Dann pass auf dich auf, ne? Ja, haut rein. Digga, ich hab halt gar nichts. Wirklich, ich hab nichts. Auch nette. Ich hab gar nichts gemacht, Digga. Gar nichts. Alles gut. Oh, sag mir jetzt nicht, die bringen mich in irgendeinen also, Keller oder so. Wenn einer von uns ausgestiegen ist und dann steigst du aus. Ja. So. Jetzt. Keine Faxen machen, das nein, ich mach gar nichts. Alles in ja, Ordnung. Dennis, warum nehmen wir den nicht mit, den einen auf der Straße? Ja, das ist ein guter von uns. So, ihr also, stellt euch alle auf, hier draußen, passt auf. Ich gehe mit den drei Jungs runter und Mädels, denen ich Bescheid gesagt habe. Nee. Hinterher. Kann ich dir noch das Geld geben? Mitkommen. Kannst du eine. Ja, komm her. Komm mit. Komm. Ja. Wem hinterher?
Dem mit dem Hut. Okay. Komm jetzt. Alle mal bitte weggehen. Also wenn sie mich jetzt töten, Leute, ist das so ein richtiger Fail-AP, Alter. Alles gut, Drehen, Jungs. Ich hab alles gemacht, was sie wollten. Alles gemacht, Mann. Ich hab alles gemacht. Drin. Ich hab sogar eine Arbeitsjacke an und so, Digga. Einmal hier links rein, die gute Stube. Architekt ist wieder. Oh, nicht schon wieder sowas. Du gehörst wahrscheinlich zu den Bauarbeitern, Kaspar, ne? Nee, gehör ich nicht. Komm, zu wem gehörst du? Erzähl dir keinen Scheiß oder du bist sofort tot. Ich möchte jetzt die Wahrheit wissen. Ja, sag ich dir. Ich gehöre zu niemandem, ich habe Arbeit gesucht. Geht's an Sanchez? Nee. Dreh dich mal um. Wie gesagt, ich habe einfach nur Arbeit gesucht. Red mal lauter, Boss. Ich habe Arbeit gesucht. Allman Justin, okay? Allman, genau. Wie gesagt, ich habe in der Gegend Arbeit gesucht. In Grapeseed. In Grapeseed. Ich kenne die Gegend nicht, ich bin zum ersten Mal da gefahren. Wieso kommst du zufällig zu einem verlassenen Haus, wo du uns siehst, wo wir zufällig mal sind? Wie gesagt, ich habe nach Arbeit gesucht, die nicht legal ist, weil mir gesagt hat, irgendwas Wolle oder so ein Scheiß. Und er wollte mir aber nicht verraten, wo. Und deswegen bin ich in den Norden gefahren und wollte jetzt einfach die Feldwege abfahren, um zu gucken, ob da irgendwelche Leute arbeiten, die ich fragen kann. Jetzt mal Butter bei der Fische, Wolle? Oder, keine Ahnung, irgendwelche Fasern oder so? Ich weiß es nicht. Weed. Nee, Weed war es nicht. Irgendwelche Fasern. Das ist aber das Einzige, was man norm verarbeiten kann. Hat einer von euch ein Messer mit? Nein. Nein. Geht mal hoch und fragt, ob irgendwer ein Messer hat. Ich gehöre zu niemandem wirklich nicht. Ich hatte nur Angst, weil ihr da so angestürmt gekommen seid. Deswegen bin ich weggefahren. Pass auf, das Haus da ist verlassen, ich erkläre dir das vernünftig. Okay. Das ist wirklich ein verlassenes Haus, da wohnt niemand, gar nichts. Okay. Da haben wir uns gerade hinverzogen, weil wir gejagt wurden von den Cops. Und plötzlich kommt da aus heiterem Himmel von irgendwoher ein Auto. Ja, okay, ja, ich kann absolut verstehen. Wo sind denn die alle hin, die Jungs? Natürlich, Mann, ich kann das vollkommen verstehen. Willst du denn morgen arbeiten? Pass auf, wir machen den Deal, mein Freund. Ja. Ich lasse dich jetzt hier am Leben. Lasse dich gleich frei und du gehst und siehst, ist nie passiert. Und dann kommst du morgen zum Weedfeld, was ich dir zeige. Ja? Okay. Ab 20 Uhr. Bist du morgen da? 20 Uhr? Eher Sonntag. Na, hat der Pech gehabt. Wir haben kein Messer hier. Wir haben nur schwere Pistolen. Ja, Sonntag ist gut. Sonntag ist nix da. Sonntag ist kein Erntetag. Okay. Scheiße, Mann. Die haben einen 5-Tages-Zyklus, die Ernte. Okay. Ja, wie macht man das jetzt? Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Er hat Arbeit gesucht, irgendwer hat ihn vollgelabert, dass man da um Wolle ernten kann oder Faser. Ja, ich sag dir auch ehrlich, ich hab den schon mal gesehen. Der hat schon vor längerer Zeit mal nach Arbeit gesucht. Irgendwo erkenne ich die Fresse. Okay. Wie hieß er? Justin. Ich wollte gerade sagen, der Name. Justin Allman. Justin Allman. Ja. Okay. Was machen wir mit ihm? Ja, ich würde ihn laufen lassen. Ich habe noch eine Frage. Wer war denn der andere? Hier, da waren doch zwei. Wo? Na, wo du zu uns gefahren bist. Nee, ich saß alleine im Auto. Na, aber da war noch ein anderes Auto. Wie, ihr seid mir doch hinterhergefahren? Ja, aber da war ja noch ein anderes Auto, das mit dir angefangen gekommen ist, oder nicht? Nee. Zu 100%. Ich war alleine mit dem grauen Wagen. Das kann unser Orus gewesen sein. Ja, einer unserer Jungs hat gerufen, da sind zwei. Okay. Fragen wir mal anders, suchst du eine Familie? Eine Familie? Also erstmal war ich auf Arbeit suchend. Familie bedeutet gleich Arbeit. Uns gehört das Weedfeld mit. Okay. Das heißt, du könntest hier sogar noch was Finanzielles. Entweder du kannst dein Leben auf jeden Fall behalten, hast eventuell noch Vorteile von und wir auch. Win-Win-Situation, verstehst du? Ja, gerne. Also. Mann, ich will dich nicht erpressen, um Gottes Willen. Ich lass dich auch laufen, wenn du sagst, du hast keinen Bock auf eine Familie. Nee, ist immer gut, wenn man Leute hinter sich hat. Vor allem, ihr habt ja gerade eben sehr gut bewiesen, was das heißt für euch. Das ist noch lange nicht alles, was wir gezeigt haben. Es ist viel, viel mehr noch. Ich will es auch nicht erleben, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht auf eurer Seite erleben, das wäre was anderes. Pass auf, ich gebe dir eine Chance. Okay. Bist du regelmäßig wach?
Stellst du regelmäßig deinen Wecker oder ist das jetzt nur so alle paar Jubeljahre mal? Alle 2 Tage ungefähr. Mhm. Deswegen erst Sonntag wieder. Alles gut, alles gut. Pass auf, dann gebe ich dir eine Chance, mein Freund. Ja? Stelle ich dich ein. Du zeigst, was du kannst, beweist es. Okay. Somit behältst du dein Leben und hast noch Rückhalt. Okay. Ja? Ja. Gut, das hört sich auf jeden Fall gut an. Das kostet ein scheiß Messer, Sira. Frag mich nicht. Setz eure Masken jetzt mal ab. Respekt halber. Jonas, hast du Kohle in der Tasche? Nee, aber komm mal kurz. Und du hast doch mein Geld. Was denn? Stressig, Alter. Stressig. Ich hab's mir auch anders vorgestellt. Ach ja, alles gut, aber guck mal, es gibt eine gute Wendung. Ich glaube, dir geht's ganz gut hier. Ja, solange ich hier lebend rauskomme, ist mir alles gut. Ach, privat sind wir alle. Geht mal ein Stück zur Seite, ich gebe ihm mal sein Geld wieder. Wie viel habe ich denn abgenommen? Bin ich stehe im Weg. 300 waren das. 300? Oder 200. Wenn das sein 199 oder so? Ja, 199 gebe ich dir gleich wieder. Und mein Handy wäre halt anders korrekt. Jetzt muss ich mir das auch wieder neu kaufen. Ja, alles gut, alles gut. Geld kriegst du gleich. Ja, danke, Mann. Dann komm mal mit, deine Fesseln, die wirst du gleich los. Siehst du hier im Keller was? Nee, ne? Siehst du hier im Keller was? Nee, ne? Wie? Ja, siehst du eine Richtung? Ich sehe hier gar nichts, ne? Ja, das siehst du nochmal, wenn Sonnenwende war, wenn wir mal schlafen. Nein, kriegst du kein Messer. Ja, nee, komm, ich brauch mal ein Messer oder eine Schere oder irgendwas, um ihm die Fesseln abzumachen. Ja, ich hab Schere. Versuch mal mit der Schere ihm die Fesseln abzumachen. Aber ich glaube, das geht nicht. Servus, was geht hier ab? Dann muss irgendwann mal ein Messer jetzt aus dem Shop besorgen. Ja. Messer. Soll ich schnell fahren? Ja. Ich hab als Freilich. Wie kostet das? Ich hab ein Klappmesser im Auto. Ja, 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 das geht. Ja, mach mal. Super. Wow. Der gute Mann hat sich entschieden, das Leben zu behalten und unserer Familie beizutreten. Das ist. Was? Ja, so das doch alles nochmal so. Wirklich? Ja, ist ja, ohne Scheiß. Oh. Dann ist. Ja? Kluge Entscheidung. Dann ist seine Chance und überall Polizei sperren anscheinend. Wo? Dann ist die Chance. Echt? Ja. Ja, gucken wir mal vorbei. Ja, lass uns das mal fertig machen hier. So, komm mal mit. Komm mal her. Geh mal mit da. Ja, ihr müsst nicht weiter runter. Ja, ganz mal leid. Tut mir leid. Ja, heute ist mal. Ja. Ja, Freile, oh. JB, was ist denn? Bist du JB? Oh, nee. Ja, da bin ich richtig. Was laberst du, Alter? Halt's Maul, Mann. Red vernünftig. Du hast gekriegt? Ja. Hallo, ich bin es nicht mehr. Sei leise, JB. Hä? Mach eben noch eine. Oder meinst du, wo meinst du? Ja, hast du was bekommen jetzt? Oder hallo. Muss mal gucken, ob du das vielleicht. Hallo, Sira. Warte mal. Hey, tu mal deine weiße Körper hier ein bisschen verstecken. Oh, okay, du darfst so bleiben. Was ist denn das auf deinem Bauchnabel? Ja, bitte, unbedingt. Was bekommen? Was geht was ist denn hier? Oh Gott, der ist ein Bauchnabel, was ist denn da los? Mourinho! Das ist nix. Warte mal. Du musst mal. Ich glaube, er will mir eine Privatnachricht senden oder so. Aber ich habe das aus. Ja, Einladung zum Discord von uns. Ja, ich habe das halt aus. Ich habe das aus. Warte. Hey, ich mach kurz Powernap. Ja. Wie gesagt, du bist dazu nicht gezwungen, ne? Wenn du da keinen Bock drauf hast oder was, dann musst du da Bescheid sagen, ne? Ja, alles gut. So. Okay. Dennis, kann ich kurz was sagen? Ja, was denn? Boah, ich bin eben. Dennis? Ich bin. Ja. War kurz. Nicht alle durcheinander, Dennis? Ja. Dennis? Ich kenne nur Wayne. Hier ist ein Neuling, der hat sich eine Woche in den Urlaub verfrachtet. Der kennt dich noch nicht. Ja, ist aber schon bei uns. Ja, ist sehr geil. Ja, auf jeden Fall, ich sah eben so die Chance. Gemacht. Und da sind so viele Polizeisperren, ne? Dann, Ja, ist das. Siehst du das jetzt, ne? Mhm. Auf jeden Fall deinen Namen nochmal bitte ändern. Oh, sehe ich komisch aus. So, ja? Nein, die Serie, diese männliche, weißt du. Die mag das nicht. Ja, schau dich ein bisschen um. Wie gesagt, du kannst das gerne auch auf Probe halber machen. Gesagt, du das ist alles andere, Und ihr seid dann immer hier, oder wie? Das ist unser Anwesen, ja.
Ja, krass. Ach, und da oben habt ihr euch einfach nur versteckt, oder wie? Ja, wir haben uns da kurzfristig versteckt und dann kamst du blöd um die Ecke. Wie gesagt, das ist, ich lasse dich am Leben, fallen. Wenn du sagst, du hast keinen Bock drauf, eine Familie oder irgendwas. Absolut. Ja, okay, mhm. Na, guck dir das probehalber an, wenn du Bock hast, hast du Bock. Wenn nicht, dann sagst du mir einfach Bescheid. Hier, pass auf, das ist nichts für mich. Dann ist das. Jonas, könnt ihr ein bisschen leiser reden oder weiter weggehen, bitte? Und hier, wie ihr euch kleidet oder so, einfach schwarz nennen, oder wie? Guck in die Notiz-App, so schimpft sich das bei uns, da steht alles drin. Ah, okay, okay. Ja. Warte mal, kannst du das, komm her, Bachmann. Gib mir mal das Geld wieder. JB, ne? Ja. Ja, Leute, gut. Jetzt bin ich einfach in der Family drin. Ja, ich hab die 450. Gebt mal alle zur Seite bitte ein Stück und dann quatschen wir gleich, wer was von mir will. Perfekt, ja. Shimbi. Hier machen wir noch eine kleine Entschädigung draus. Ah, oh, danke, Mann. Korrekt. Na. Wie gesagt, guck an, ob es dir gefällt. Nee, ich bin ja. Dennis, ich bin der Boss hier. Okay. Freut mich, Dennis. War jetzt halt alles ein bisschen komisch. Auf jeden Fall auch. Ja. Aber manchmal kommen komische Sachen auch. Gutes bewirken. Auch was Gutes bewirken ist so. Mhm. Wie gesagt, ändert deinen Namen in der Notiz bitte noch. Das ist ganz wichtig. Ja. Mach ich. Und dann willkommen, schau dich um. Wie gesagt, wenn es dir gefällt, gefällt es dir. Wenn nicht, ist auch gut. Ach, und schreib bitte. Alles weitere kriegen wir hin. Ja. Bitte deine Nummer auf dem Zettel, ja, Notizzettel in der gestern. Küche, aber bitte deine Nummer rein. Ah ja, können wir da wieder hin. Mach ich mal. Wie lange lebst du hier schon im Start? Seit Beginn eigentlich. Da liegt doch das Fahrrad im Wasser. Ja. Ach ja, okay. Nie was von dir gehört, ey. Nee, ich bin auch nicht so illegal unterwegs. Und nicht. Ja. Ja, meine alte Gegend. Ja, wie gesagt, schau's dir an, chill ein bisschen hier mit uns. Ja, wenn korrekt. Du Fragen hast, frag, lernen die Leute kennen. Vielleicht ist es ja nun wirklich was für dich, was dich ein bisschen... Ja, freut mich auf jeden Fall. So, ne? Ja. Wo warst du vorher mal, wenn ich fragen darf? Gar nichts. Das ist gar meine nix. Erste Familie, Mann. Echt? Du bist die ganze Zeit echt allein unterwegs? Respekt, ja. Nicht schlecht. Das ist krass, ey. Bisschen halt übers Wasser gehalten, so ein paar LKW-Fahrten und so. Hier in der Familie. Bisschen Autos knacken. Genau. Moin, Meister. Ich bin abziehen, unterwegs. Nö. Kopf so. Nö, noch gar nicht. Also, da bin ich gerne mal dabei. Ja, herzlich willkommen. Was hattest du einmal gerade für einen Plot-Twist, Junge? Sehr gut. Wayne und JB, ihr nehmt mir mal eine Fittiche und dass er sich mal umzieht. Ja, klar, machen wir. Am besten zeigt ihm das Outfit, was er jetzt hat, unser Familienoutfit. Ja. Und dann sehen wir uns ja gleich wieder. Erklär die Jungs mal drüber auf, dass der jetzt hier bei uns ist. Okay, komm mal. Werden sich noch was auf dem Lager genommen? Junge. Für sein Geld, da war eine Woche jetzt weg. Ah, Junge. Du musst echt aufpassen langsam. Das ist jetzt das dritte Mal passiert. Das dritte Komm Mal. Mit Justin. Ja, jetzt ist. Ah, nice. Karma. Shimi, du musst neu folgen, weil ich alle Follow gelöscht habe. So, jetzt nochmal. Also, Alter, was ist denn jetzt los? So, wer ist jetzt aus dem Urlaub wiedergekommen? Grüß dich, Sergej. Ich kenn Sergej doch. Sieht das schwarz bei euch eigentlich so ganz komisch aus? Ich hab gesagt, er kennt keinen Dennis. Ja. Hast du dir gerade eine Pistole aus dem Lager genommen? Der Zug fährt ab. Sieht das schwarz bei euch ganz komisch an? Ja. Aus. Und ich schwöre, wir waren gerade noch im 14 und auf einmal jetzt Familie. Wie hieß du nochmal? Jason? Justin? Ja, Justin, genau, Justin. Justin. Ey, ohne Scheiß. Ja, Dennis, mir hat irgend so ein Typ was von Wolle erzählt. Jungs, sag mal. Ja, Dennis? Ja. Alles klar. Irgendwas von der Wolle erzählt. Ach so, ja, okay, ja, alles klar. Ja, bis gleich. So, ja? Wolle, Digga, was für Wolle? Es gibt keine Wolle oder Faser. Wir sind ja nicht in Dings. Klima ist ja nicht richtiger. Ja, und pass auf, das Klima kenne ich halt noch von anderswoher. Und deswegen bin ich in dem Gebiet rumgefahren, weißt du? Mhm. Weil irgendwas hat mir gesagt, dass vielleicht da irgendwelche Leute am Arbeiten sind. Und dann fahre ich in die Straße rein, Alter, dann kommt ihr da angerannt. Ich dachte mir, Alter, weg, ganz schnell weg, ich will keinen Stress haben. Ja, alles gut, ist halt, Ja, klar, wenn ihr gerade da selber Stress hattet. Ja, ist halt schwierig momentan. Ja. Hast du eine Waffe? Nee. Pistole? Nee. Nur ein Messer, aber jetzt nicht dabei. Kofferraum. Wir waren heute für eine kurze Zeit die meistgesuchten in ganzen Staats. Ah, okay. Leider. Deswegen.
Also, wenn ich jetzt schwarz gekleidet bin, werde ich auch gesucht, oder wie? Ja. Nee. Hier ist auch wieder ein bisschen. ja. Also mal. Junge, schau mal, wie krass die Wand angemalt ist. Man denkt, da steht was, aber da steht einfach nichts, ne? Krass, Digga. Wirklich. Jimmy, das wäre echt mies, wenn die weg wären. Gibst du ihm die Nummern durch, Jimmy? Ja, warte. Ja, eigentlich ist hier gar nichts weg. Oder soll ich, ja. Ist, Justin. Das sind, Dings hier. Ich sag dir kurz die Regalnummer, kannst du mal zoomen. Warte ganz kurz, ich muss selber erstmal suchen, wo ist das denn ganz. Oh, wer kommt da? Wo steht das nochmal? Bin ich drin? Ach, hier. Also, Oberteil 11. Okay, muss ich sehr weit runter hier? Digga, hab ich zugesperrt? Kein Plan, Digga. Hast du einen Herd aus? Okay, 11, ja. Variante 1. Ja. Unterteil 6. Scheiße. Ja. Variante 8. 8. Ja. Arme 11. Oder nach Belieben, kannst du ändern von mir aus. Nee, das passt, ja. Okay. Hose 33. Ja. Variante 0. Ja, hab ich. Schuhe 10. Ja. 0. Okay, hab ich auch. Das kannst du einmal speichern. Ah, halt, Dings, ja, weißt du? Im Gehirn abspeichern. Mhm. Warte. Hast du Geld? Ja, hab ich. Aber du hast jetzt so eine Weste an, ne? Ja, genau. Okay, und jetzt kommt das andere Outfit. Sag mir, wenn du ready bist. Aber ja, noch ganz kurz, du hattest ja gerade so eine Kette, die kannst du auch rumhängen, wenn du willst. Ne? Du kannst auch so Huts, alles. Also ach, Hut habe ich auch so. Jetzt meine rote Cap? Ja, die passt auch eigentlich. Rote Cap? Ja. Boah. Na, lass mal lieber weg. Mach mal lieber Kette oder so. Aber rote Cap muss nicht. Gefällt dir rot nicht, oder? Na, geht so. Ich meine, man sieht wenigstens nicht, wenn du einen Kopfschuss kriegst, aber sonst lass mal lieber. Mach lieber Kette oder Tasche oder keine Ahnung. Tasche? Rolex. Ja, was weiß ich. Ohrring. Aber lass mal lieber roten Hut weg. Okay, sag mal kurz, wenn du ready bist. Ja, was soll ich machen, oder was? Also hast du jetzt, ne? Dann kommt neue, noch ein Kleidung, ein Dings, Outfit. Ah, okay. Okay, Oberteil 358. Ach, viel Scheiße. Spaß. Ja. 358? Mhm. Ja. Variante 0, Unterteil 15, Variante 0. Ja. 31 bei Arme. Ja. Hose 87. Variante 1. Warte. 87? Ja. Okay. Variante 1. Ja. Schuhe 19. So, ja, das ist Bundeswehrhose. Nee, dann 2 oder. Das ist die schwarze Seite. Ah, ja. Ah, okay. Schuhe 19. Hab ich? Variante 0. Hab ich. Warte. Und that's it. Ja, dann. Ja, lass mal schnell hier raus. Ja. Ah. Ach, du Kacke. Jetzt hast du ja doch deine Cap an. Ja, setz dich einfach ab dann. Digga. Ja. Boah. Ja, okay. Gabby, du Lappe! Geh mal kurz Dings. Ey, es Gabby, du Lappe! Was? Mach mal kurz Maskenladen. Oh. Gabby, du Lappe! Alles gut. Hier ist nur ein bisschen. Hier? Die Weißstudio. Spreche 30 Sekunden. Na, no, das kann ich jetzt hier mal nicht machen. Ich glaube, ich scheiß hier rein, Freunde. Das kann doch was sein. So ein Scheißdreck hier. Jetzt bin ich einfach in der Familie im schwarzen Auto drin, Dickers. Das kann doch was sein. Oh, ja, okay. Deswegen sind sie halt meist gesucht, wahrscheinlich. Schwarze Autos, da muss ich ja erstmal mein Auto umlackieren. Wo fährt deiner? Ist das bei euch auch so?
Anscheinend nicht so, Freunde. Oh. Also bei mir ist hier nichts los, Freunde. Bitte. So, jetzt können wir noch mal schauen. Schwarz war halt ganz komisch bei euch, gell? Keine Texturen? Nee. War gerade im Gym und ein bisschen Schmerz, aber sonst gut. Und dir? Alter, was? Hast du das Gym? Kurz? Oha, Digga. Ja, das ist easy. Also einfach nur die 64 ist das. 64? Ja. Du hast dann auch den speichern. In deinem Kopf natürlich, ja. Ja, ja, ja. Okay, hab ich. So ja, sieht gut aus. Ja, gell? Ja. Da kommen gleich die Bullen, Freunde. Das kann doch nicht wahr sein, Digga. Hey, Scheiße, Alter. Scheiße. Jetzt bin ich hier einfach in der La Familia. Ey, fahr du mal. Ich kann nicht. Fahr du mal. Das ist schlimm, ja. Ja. Aber es wäre... Warum hört sich das so an, als wäre das ein LKW, wenn ich den anmache? Das ist mein Umbau, hallo. Willst du den AMG-Sound jetzt hier beleidigen? Ja, hey, ich bin froh, dass es hier mal ballert. Willst du uns hier irgendwas sagen, bevor wir weitermachen? Ja, alles gut, gleich schon, ja, ja. Alter, Brabus-Umbau, ey. Sag mal kurz, was du an dem Auto so geil findest. Ja, mies geil, ja. Der Sound, ne? Der Sound ist am geilsten, ja. Mann. Den hörst du über alle Kilometer. Ja, vor allem der LKW-Sound. Nochmal ganz kurz, was findest du am geilsten? Ja, den Sound. Ah, ja. Bro, ich dachte schon. Leo, der Moment geht auch vorbei. Was, Leo? LKW, hört sich nicht gut an. Oh, was hat Leo geschrieben? Naja, wie immer nicht gut, aber heute geht es mir ultra scheiße, aber richtig scheiße, weil, okay, warte, ich schreibe gleich die ganze Geschichte, aber es wird fast ein Roman. Okay, Leo, ich bin gespannt, Mann. Digga, ich sag dir, ich finde den Sound so geil. Ist so gut? Ja. Das ist Akrapovic Soundanlage hinten drauf. Achso. Ah. Achso. So ein Ding ist das nämlich, weißt du? Warum macht jeder mein Achso nach, Freunde? Warum hast du solche Autos? Ja, Hier, dies da. Ja, ja. Der ist geklaut, eigentlich. Achso. Ja. Freunde, wir sind jetzt einfach, wir wohnen jetzt einfach in dem fucking Anwesen, Alter. Wir sind jetzt Anhänger von der Familie Blanca. La Familia Blanca, doch. Wie lange bist du heute da, Dings? Stunde noch, denke ich, Stunde. Ja, okay. Habt ihr heute noch irgendwas geplant, oder wie? Weiß das ich nicht. Das ist spontan. Ja, okay, okay. Was macht ihr dann so immer? In eurer Freizeit Leute ausnahmen, oder? Ja, das sind doch so Hobbys. Wir, was geht denn hier ab? Oha, das ist gute Grüße. Okay, ja, reicht. Ja, parken, ja, lass dich einparken. Wir haben kurz vergessen, wer wir sind oder so. Egal, fahr aber alleine. Nimm mal dein Dings hier Hütchen ab oder was. Ja, ja, mein Gott. Sonst das kommt nicht so gut an. Ja, sonst wirst du direkt hingerichtet. Hallo. Warte, was machst du? La Familia Blanca! Ich hab Parkticket gezogen, sie müssen nicht kontrollieren. Vor allem, Leute, was das Lustige ist, ich hab sofort gehört, irgendeiner hat eben im Stream gesagt, ey, der ist Partner. Ist der, der ist Partner. Oh, wie hübsch du heute bist. Ich muss auf jeden Fall nur umziehen wegen Kette und so. Ja, dich meine ich. Da stell dich mal sicherheitshalber auf. Ja. Wo ist Dennis? Oh, stell dich mal auf. Ja, warte, ich stell den wegen. Ist das Interesse von dir weg oder ist das, dass wir beide mögen uns? Ja. Ah, Interesse ist schon weg. Justin bin. Oha, Digga, das geht ja schnell bei dir. Ey, wo ist Dennis hin? Weißt du noch? Der hat gesagt, der macht kurz ein Auge zu. Ah. Na. Kommt einer mit mir zum Tattoo-Laden? Ich komm mit. Hallo, hallo. Ich komm mit. Aber nicht überall. Da muss ich mein Auto doch noch umlackieren in schwarz. Okay. Ich brauch jetzt schwarzes Auto, Leute. Ja, schaut euch mal richtig auf, Jungs. Bitte. Aber muss ich mir erstmal alles angucken, was sie okay, genau wollen. So. Wer ist das da hinten mit der silbernen Kette? Und ich muss das mal auf, wir machen so auf ultra unangenehm, Justin, muss ich vorstellen. Ja. Ah, so jetzt kommen wir einfach auf, Mann. Wir machen jetzt Vorstellung. Das ist richtig unangenehm. So, Ruhe, Justin.
Das ist hier der Neue, einmal nach vorne. Ja, einmal so nach vorne. So, dann hat sie... deine Hand, damit wir auch jeder wisst. Ja, das ist ja, Justin. Alle, ich bin Justin. Ja, das ist Justin. Hallo Justin. Hallo Justin. Hallo Justin. Hallo Justin. Hallo Justin. Ich bin heute hier, weil ich mitgenommen worden bin. Okay. Ja. Freiwillig? Bist du freiwillig hier? Wo ist Sira und der Rest? Ja, ich bin hier freiwillig. Okay. Aber ich bin froh, dass ich noch lebe. Das ist sehr gut. Dann hatte Dennis einen guten Tag heute. Ja? Sieht das immer anders aus, oder? Ja. Ja, fuck Hans. Oh. Lebt Hans noch, oder Franz? Noch, ja. Aber noch lebt er. Ach, Hans. Wo ist denn Sira und so hin? Ich weiß es nicht. Oh, was habt ihr so für Fahrzeuge, also so optisch mäßig? Ja, so. Ganz viel. Meinst du von der Farbe her? Ja, weil. Lila, blau. Ja, so lila-mäßig. Pass auf. Lila? Ja, dann guck mal rein. Weil ich hab leider nur so ein Hartz-IV-Benz, weißt du? So ein gefakter. Ja, genau. Tochterfirma von Benz halt. Man kennt's, wenn man kein Geld hat, fährt man den. Ah. Okay. Oh, er hat anscheinend gar kein Auto. Ich schub's den ja auch immer. So, jetzt geht's wieder. Ein Geld und einen kleinen Schwanz fährt ein und Mercedes-Benz. Alten Mercedes ist ein Ritter. Aha. Aber der hat's im Matt. Aber ansonsten fahren wir meistens mit dem Lambo rum. Ja. Immer mit oder ich fliege mit meinem Privathelikopter, das kommt auch ab und zu vor. Ja, auf zu flexen. Ach so. Kriegst du gleich einen Schuss. Wo ist denn Hans eigentlich? Ich weiß, Hans ist schlafen gegangen. Ohne sich bei mir abzumelden. Er hat gesagt, ich soll Bescheid sagen. Ja, warum sagst du das? Ich weiß nicht, wer weiß. Wenn jemand fragt, hat er gesagt, ey. Das nächste Mal, wenn der, bevor er schlafen geht, kommt das mir her. Leo, Digga, fühlt sich an wie ein Selbsthilfegruppe. Wow. Ja, ich sag, er wollte wenig Black Diamond. Wie, das ist eine Strafe? Denn. Wenn wir alle gemeinsam vollzählig werden, könnten wir das machen, ja? Gasbank, okay. Oder was? Wayne ist hier, ne? Wayne, so lange Zeit, was für Gasbank, Leute? Das hat schon zu tun, mein Freund, ne? Das... Ich hab ja Schmerz, ich seh's auch. Das hört sich ja sehr nice an. Ich muss mal täglich drauf freuen, aber. Ich muss aber erstmal, ja, Freunde, das ist wichtig. Da nimmt man weniger Leute. Meine W-Kette anziehen, Leute. Wem gehört der graue Lambo da hinten? Mehr. Hat der eine W-Kette an? Bitte einmal ein, dass der Werkstattmann sich hier um die Reparatur kümmert. Mercedes auch? Nein. Brabus? Nein. 4 Euro sind Jimmy, ich hatte vergessen, dass er ja die Follower löscht und ich hab mich gewundert, warum ich irgendwie keine Benachrichtigung bekomme. Hast du eine Pistole? Justin, hast du eine Pistole? Leider negativ. Mein Urus ist Abschlussbuch, ne? Nur ein Taschenmesser. Ein Taschenmesser, ja gut. Ja. Immerhin. Schlitzen. Ganz kurz, ich pack mein Auto auch ein. Hm? Sirenen. Ja. Im Auto. Digga, die haben alle Lambo, Alter. Was ist denn los mit denen? Boah, und dann machen wir weiß-lila. Wir machen lila. Lass sie mal draußen. Leila, wir machen lila. Die Weiß-Studio. Spreche 30 Sekunden auf Sächsisch. Nee, das kann doch nicht wahr sein. JB, guck mal bitte die Notiz ab und liest dir mal die Regeln durch. Nee, das mache ich nicht. Das Dings ist da, ne? Das mache ich hier nicht, Leute. Das könnt ihr ja hier jetzt nicht machen. Ja. Wer ist das? Leute, ich sag euch, ich bin jetzt hier und bin da bei La Familia Blanca. Ich krieg die auch noch nicht alle auf Kette jetzt gerade. Warum hört der sich so an, so komisch? Ich weiß es nicht. Aber wir brauchen unsere Kette, Leute, das Outfit. Wir brauchen eine Kette, Mann. Was machst du jetzt? Das ist Herr Schnabel. Ein wunderschöner Kerl. Der könnte uns anwalt werden. Lila-Pink-Mischung, okay. Was hast du gesagt? Nein, schwarz. Freunde, das Lustige ist, ich habe einfach schwarz und meine rote Cap dann, Alter. Kommt da einfach an mit so einem Hawaii. Wie wenn ich es gewusst hätte. Herr Schnabel, der kann unser Anwalt werden. Herr Schnabel. Ja, Herr Schnabel. Da gibt's also, direkt mal blaue. Keine Ahnung. Hier? Ey, was war das? Was? Für Ohrringe, Digga. Halbst. Feierst du die nicht, oder? Okay. Also bist du eher so der. Ja, sag aber, die waren teuer, okay. Die waren teuer, Mann. Ja, ich sag dir, fürs Gold hat nicht gereicht, aber. Bronze. Auch gut. Sind nicht echt, Mann. Ja. Ja. Quack! Wo war ich denn geblieben? Ja, wer ist das mit diesem. Das für Anwalt? Ja, der könnte unser Anwalt werden, keine Ahnung. Komischer Typ. Leute, ich bin zum Glück nicht tot. Achso, die Brille. Ich bin neu. Robin, was geht, Digga? Was geht, Robin? Und Justin, wie gefällt dir das Wetter so? Ja, geil, Digga. Die Sonne brennt mir runter, deswegen habe ich eigentlich meine Cap immer an, aber... Mm.
Muss es wohl aus. Hallo? Hallo. Ja. Das ist gar keine so doofe Idee, Herr Schnaubel. Ich würde es feiern mit einer roten Cap. Ja, aber. Schwarz-Rot ist vorne nicht. Ja, Schwarz-Rot ist geil, Mann. Nee, was soll ich jetzt machen? Ja, aber. Bisschen eine weirde Kombi, muss man sagen. Schwarz-Rot? Sie möchten. Bisschen zocken, oder was? Ein bisschen Anwalt spielen, sagen wir mal so. Bisschen Hamudel-Dudel. Ja, wie viel hast du da? Ja, 30.000, ne? Ehrlich jetzt? Ich hab 35.000. Was? Ich beende die App. Ja. Digga, ich bin bei 3.000, also. Ja, same. Irgendwie, mein Rekord ist 1.200. Alter. Ja, schaff ich nicht. Ich bin auch, glaub, der 6. in der Liste oder so. Ah, okay. Gibt's da so eine Bestenliste? Ja. Was ist das für ein Typ, Mann? Der macht mir Angst. Das ist der Schlamme. Warte, mich gerade verarscht. Ihr spielt jetzt alle zu dritt gerade. Nein! Ja, das nein! Nein! No, nein! Spiel. Ich bestell was! Ich bestell Essen. Entweder geht er noch einen Schritt weiter nach hinten und quatscht da. Uns wird gerade vorgeworfen, dass vorne kein Wort mehr. Hä, wir reden alle leise. Hier schreit ja keiner. Ja, doch. Ja? Ja, dann schreit nicht. Schreit nicht. Weil ich so unsympathisch, ich bin alle am Mundel, Wayne. Ja. Oh, da kommt. Ihr seid mies unsympathisch, wirklich. Halt die Fresse. Milton Light. Das wird häufiger vorkommen. Ist klar. Bernstein. Okay. Du hast sicher Angst vor deiner Waffe, Wayne. Ja. Ja, Oh, Wayne. Herr Thompson. Ja. Was ist das denn jetzt hier? Du bist so ein dummer Hund. Du hast gerade dabei runtergefallen, synchron in der Mundel. Ja. Ey, wenn wir Zander und Barschen und Kahn. Wir dürfen weiterspielen, Jungs, dumm und nicht. Ich darf alles. Nicht so laut, so vertritt dich nicht. Hast du alles gut bei dir, Jimmy? Ja. Jimmy ist Soundcloud-Rapper geworden, ich merk schon. Oh, ich rappe wieder mies. Der Herr Schnabel, das ist richtig. Oha. Das ist richtig mies, Digga. Böse Line, ne, war das? Guck mal hier. Mhm. Kiez. Kiez auf mies. Das ist ein neues Level, weißt du? Ja. Sind sie hier Krankenwagen vorbei oder was? Die fahren rein, oder? No way, ja. Digga, ich bin gerade echt ein hoher Highscore, Mann. Die Knarren weg! Noch nicht, chill doch mal. Digga, was geht denn jetzt ab? Soll ich die Herren aufhalten an der Tür? Alles gut, die sind weggefahren. Mann, das Kopf soll was? Nee. Wer macht denn jetzt im Hintergrund hier? Mega. Ne, das soll. Okay, das soll es geben. Spielt Chris gerade ernsthaft. Du. Nein, wir sind hier mitten in einem. Mann, 5400 hatten wir! Mann! 5400, ey! Oh, Bayern München 3-0, Leute. Wer hat's Tor gemacht? Oh, ein Eigentor. Perfekt. Herr Schnabel, ich hätte da vielleicht direkt sogar ein Anliegen an Sie. Oh, was geht denn? Wenn Sie mit Herrn Wolter zusammenarbeiten oder zusammengearbeitet haben, könnte mir da eine kleine Geschäftsidee gerade in den Sinn kommen. Ja. Wie sieht es denn mit Weed aus? Könnte ja auch eine therapeutische Wirkung haben. Das habe ich auch schon mal überlegt. Ne? Man könnte halt anfragen, ob man nicht im Staat langsam anfangen möchte, die ganze Sache zu legalisieren. Ne? Das Therapiezentrum könnte eigentlich die
wie soll ich sagen, die Zulassungen an die Patienten aushändigen. Ne? Aber ich weiß nicht, wie offen die Herren da sind. Bisher sind die mit Medikamente immer noch ein bisschen zurückhaltend. Das heißt, ihr müsst da erstmal generell Werbung machen. Der Schnabel, ich glaube, so weit müssen wir gar nicht auswählen mit Legalisieren. Sie machen mies Fly, Digga. Ah, sie denken, sie sind high. Leo! Sehr vorsichtig. Nee, ich hab's nicht gesehen. Annette! Hi! Hey, Leo, Digga. Hast du das reingeschrieben? Wie wär's denn, wenn wir mal eine Sorte besser YouTuber, danke, dass du es uns beschäftigst. Sehr, sehr ja, Digga. THC-Gehalt hat. Boah, KFC wäre anders geil, Digga. Da was hätte ich man eventuell Bock, so richtig lecker drauf zu beißen. Also was gar nicht legalisiert werden muss, sondern was in einer. Warum redet ihr jetzt bitte jetzt über mal, in einer Menge herrscht, wo wir im Rahmen der Legalisierung sind? Das ist natürlich von Staat zu Staat und Stadt zu Stadt unterschiedlich. Ne? Also ich weiß, was Sie meinen, es geht ja auch um den CBD-Wert und meistens sagen ja die Leute, das CBD ist legal, ist aber je nach Staat unterschiedlich. Also nach Landkreis. Da müssen wir erstmal generell die Situation auschecken. Weil selbst wenn Sie eine Bock auf KFC, Mann. Sorte züchten mit CBD-Gehalt, ist diese als getrocknete Blüte vorliegend, gilt es trotzdem als strafbar, weil es dort zu Verwechslungsgefahren kommt. So, und da müssen wir uns natürlich erstmal schlau machen. Darum ist das so, dass wenn Sie zum Beispiel in einem deutschen Coffeeshop oder irgendwo anders unterwegs sind, die Blüten nicht zum Rauchen erwerben können, sondern dann ist das meistens als Tee deklariert. Ne? Macht keinen Sinn, umgeht aber genau diese Stelle, dass es nicht zu der Verwechslungsgefahr kommt mit dem THC-Weed. Ne? Ich sage Ihnen mal so, ich stelle mir das Ganze so vor, dass Sie von mir das fertige Produkt bekommen. Ich meine, man könnte das ja auch gerne mal. Das war mit Herrn Wolter sogar schon mal in Gespräch zu ganz früheren Zeiten, das weiß ich noch. Dass Sie gerne so ein Produkt mal bekommen als Versuchs- oder als Probiervariante, sage ich mal. Ja. Der Herr Wolter, dass ich das gerne mal anschauen kann, vielleicht auch selber probieren kann. Und hatten Sie da mit Bernd Wolters oder mit Sven Wolters gesprochen? Der Bernd ist wieder im Urlaub, ne? Ich glaube, mit Sven Wolters, das war das. Gut. Ja, mit Sven wollte ich den Tag die Sache auch ansprechen. Da waren wir bei so einem illegalen Underground-Rennen gewesen. Aber dann kam die Polizei, da war alles ganz aufregend. Ach, da sind sie schon wieder, ne? Und da sind wir nicht dazu gekommen. Aber ja, machen Sie das mal. Da sind wir und Chris kriegt nur ein Bild. Ja, aber ich würde sagen, wir müssen Ihre Beleuchtungstechnik noch ein bisschen optimieren, denn Sie arbeiten mit lila Licht. Und lila Licht heißt, dass eben andere Wirkstoffe, die sehr wichtig sind für den medizinischen Bereich, fehlen. Ne? Sie brauchen Vollspektrumlampen. Vielleicht können Sie das ja irgendwie arrangieren. Ne? Haben Sie im Keller schon mal geschaut? Ja, wir haben das dann so einen kleinen Betriebsausflug gemacht. Ja. Ne? Naja, das könnte man ja alles drehen, aber das ist für mich so vielleicht so eine kleine Geschäftsidee, wo man dann vielleicht auch mal was Gutes für die Menschen tut. Wissen Sie, wie ich meine? Ich bekomme jetzt kein Gehalt bei denen. Der Pharmasektor, die Pharmalobby ist schon groß genug. Ne? Da kann man so ein bisschen gegen vorgehen und natürlich selbst zur Pharmalobby werden. Ne? Zwei Fliegen mit einer Klappe. Wissen Sie Bescheid. Ich denke auch. Also. Aber kleine Frage am Bike, macht dieses Schwarz nicht depressiv? Sie tragen alles schwarz. Das ist nicht unser normales Familienoutfit. Ach so, das ist noch Undercover. Ich sage jetzt mal unser Undercover-Outfit, sagen wir es mal so. Aber ist das Undercover nicht ganz schön auffällig, wenn alle Uniformen sind? Weg. Nein. Ich empfehle den Hawaii-Hemden, die kommt immer gut. Wirklich? Ja, nein, ist schon alles gut so, wie es ist. Ist schon alles gut so. Ja, wenn ich jetzt meine rote Cap auspacke, Freunde, falle ich dann auf. Herr Schnabel? Jawohl, ja. Wie geht's denn dem Bernd? Na, gestern ging es ihm ganz gut, ne? Also so weit hat er einen schönen Urlaub gemacht. Robin, was geht, wir haben uns einen Sportwagen angeguckt. Dann war da eben halt noch der Exorzismus, diese Dämonenaustreibung gewesen. Ich streame jeden zweiten Abend, Robin. Beziehungsweise uns steht drin. Sehr zufrieden gewesen. Ach, also ganz normaler Tag eigentlich. Herr Schnabel, haben Sie Lust, mir mal Ihre Telefonnummer zu geben? Scheinbar. Na, aber sicher, gar kein Problem. Ach, der Schnabel. So, das ist die 179. Ja. 30. Ja. 49. Hey, die fahren rein. Irgendwas rumpelt hier, ne? Das sind doch unsere Jungs. Das sind unsere Jungs, alles. Kennt ihr ihre eigenen Autos nicht? Sehen Sie, wo das Schwarz hinführt? Da erkennt man die Leute auch nicht mehr. Man kann da auch mal so selten welche auseinanderhalten. Genau. Anschauen, Personalausweis. Steht das jetzt irgendwo drin? Danke, Herr Allmann, für den Personalausweis. Ah, perfekt, der ist mir runtergefahren, sorry. Alles gut, alles gut. So, haben Sie eine SMS? Hä? Jawohl, ich wollte mein Personalausweis anschauen. Und nicht. Och, das ist ja, Mensch, haben Sie deutsche Wurzeln, Hauptmann? Das ist aber. Also, warum schreibt niemand in den Chat? Ja, Robin, du der Einzige bist, der da ist. Aus dem schönen Niedersachsen. Aus Niedersachsen, na Mensch, das ist ja.
ein bisschen südlich von meiner Heimat, wenn ich so überlege. Ja, schön, meine Heimat ist Hannover. Ja, kennen Sie Bazzaro? Ja, selbstverständlich. Dann müssen Sie uns auch, ne? Einer der schönsten Seen Deutschlands. Ja, das ist selbstverständlich. Da war ich schon mal angehen. Ja, wollte ich gerade sagen. Da muss man mal Urlaub machen. Okay, cool. Ganz tolle Gegend, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Guter Schnabel. Nein, so, wir hören jetzt auf zu reden. Ich habe sie auch eingespeichert. Freut mich, ne? Machen wir so. Wenn Sie was wissen bezüglich der Geschäftsidee. Ja, ich werde das, wenn dann ganz vorsichtig, ich muss gucken, also ich habe den Herrn Sven Wolters nicht im Telefon, aber wir sehen uns halt öfter mal, das muss ich mal, wenn das Momentchen stimmt, mal ganz vorsichtig ansprechen. Wenn du die Nummer brauchst, ich habe die Nummer. Mir schwebte das auch schon vor Augen, ja, aber das kommt ja unprofessionell, wenn da jemand aus der unbekannten Sache so anruft. Also ich kenne ihn sehr gut. Echt? Ja. Okay. Sehen Sie, Herr Hauptmann, ich glaube, Ihr Kollege dort, vielleicht sollte der das mit vorstellen, ne? Nein, Sie sehen viel vertrauter aus. Ja. Na, ich sag mal so, hier auf Ihrer Ranch haben Sie den nötigen Platz, ne? Weil im Therapiezentrum, die haben gar nicht den Platz, um dann eben diese Mengen, die wir ja dann auch benötigen, für Los Santos umzusetzen. Wahrscheinlich könnte das wirklich eine gute Kombination werden. Ne? Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Super. Vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, anderweitig zusammenzuarbeiten, um vielleicht ein bisschen das finanzielle Interesse zu wecken. Ja. Man könnte ja quasi diese bestimmte Weed. Therapie mit dieser. Wir machen jetzt Weed, Freunde. Ich schaue jetzt, dass ich Weed machen kann. Durchführen. Ja? Da muss man gucken, genau. Wir schauen jetzt, dass wir Weed machen können. Das wäre am geilsten. Oder ja. Man ist so ein bisschen aussucht. Bisschen arbeiten, gehen, Weed und so. Das extra anzubieten. Ne? Mhm. So, durch meine Ausbildung. Wenn er jetzt mal Zeit hat hier. Ist das eigentlich machbar? Mhm. Ja. Ne, da meine, gucken Sie mal hier. Wenn jetzt hier schon, mal ne? ein Patient mal einen wegraucht, sage ich mal. Die schöne Gegend hier anzusehen. Die Tiere, die sich sehr oft leider verstecken. Ja. Ne? Da kann man im Moment. Katzenmeister, ist das jetzt eine Anmache an Luni? Wir schlägen ja eigentlich noch andere Dinge vor, wie psychedelische Pilze, die werden auch in der Psychotherapie mittlerweile eingesetzt. Ne? Und das Schöne ist, die Dinger sind so günstig herzustellen und haben eine großartige Marge. Vielleicht sollten Sie da auch nochmal mit drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob das hier realisierbar ist. Och, bestimmt. Also ja. Digga, Katzenmeister, wie lange duschst du denn? Duschst du heiß oder kalt? Haben Sie schon mal Pilze gezüchtet? Sag mal, duschst du heiß oder ganz kalt? Ganz schwierige Angelegenheit, weil sobald da irgendwas die Proben ruiniert, können sie alles wegschmeißen. Ja, wenn es eine Anmache ist, muss ich Luni beschützen. Aber so eine Geschichte für sich, ne? Luni ist viel zu jung für Typen. Ja, klar, das unterbreche ich sofort. Macht Spaß. Katzenmeister, Finger weg. Luni, gut, haben Sie von Ihrer Seite noch was? Polizei, Leila. Muss ich mich ja anmelden, wenn ich herkomme, oder kann ich auch einfach mal zum Chillen herkommen? Zum Chillen. Wenn Sie herkommen, am besten irgendwen anrufen, weil manchmal kommen ja auch ungebetene Gäste her und ich meine, wir erkennen Sie natürlich in Ihrem Hemd, in Ihrem Hemd, sage ich mal. Ja, haben Sie die Latschen schon gesehen? Die sind eigentlich genauso schön, oder? Die würden mir ganz schön zwischen dem Großen und dem Zeh danach, wenn Sie mir ganz schön kneifen, aber... Ja, man gewöhnt sich dran, ne? So. Die müssen mal einlaufen, die gute Lederschuhe. Kommen Sie vorbei, gucken Sie, wer da ist. Ja. Nein, ja, manchmal ich habe Tipp so gegen Abend Müdigkeit gegeben. Halt wie und wo, ne? Mal so, es ging, glaube ich, darum, weil Luni doch müde ist. Ach so. Ausflug machen, ja. Gut, aber mir ist niemand böse, wenn ich zufällig auch mal einfach mit der Schwalbe vorbeikomme. Um Gottes Willen, alles gut. Oh, herrlich, da bin ich doch dankbar, ne? Schön. Herzlich willkommen. Bist der Beste. Skydriver, was geht? Was mit den Mods? Hey, kenne ich schon seit den Hunger Games Folgen. Ja, Ehre, Digga. Kuss geht raus. Och, das sieht ja irre aus. Ne? Wahnsinn, da kann ich mithalten. Schauen Sie mal. Zack, zack. Richtig mit Schnabel sogar. Oh. Nicht schlecht, ne? Sehr gut. Alter, was hat der für einen Ort? Alles klar. Super. Dann vielen Dank für das Gespräch. Ja. Hören Sie die Herren da von der Linken? Ich glaube, die reden da gerade über mich. Nein. Wir haben noch ein klitzekleines wenig, ein bisschen was zu tun. Ja. Ach, morgen ist ja erst also, Lied. Ich kann morgen. Sie einfach anrufen, wenn wir Hilfe brauchen, ja? Ich denke schon, ne? Meistens bin ich abends da und wenn Sie irgendwo eine Vertretung brauchen, ne, da ist doch für alles, findet sich da meistens ein Weg. Nur Schusswaffen habe ich nicht in der Hand, ne? Meistens mache ich mir nicht die Hände schmutzig. Aber ja, alles gut. Super, ich kann Hallo, auch kein Luciano. Bild sehen, da wäre ich bewusst. Ich muss Sie jetzt abwimmeln, Herr Schnabel, jetzt wird es interessant. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, vielen Dank. Ebenso, die Herren. Ciao. Einen schönen Abend Ihnen, ne? Ciao. Seien Sie vorsichtig. Kommen Sie so heile zu Hause an. Ich denke, okay, ich habe die Nummern gefunden. Danke für die Sorge, freut dich. Wirklich. Kommen freut dich. Sie gut heile. Kein Problem. Ja, wenn du möchtest, kannst du auf die Ranch kommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ne? Alleine. Guck mal, alleine ist immer schwierig, mein Freund. Du kommst ja auch nicht alleine. Ja,
Oh, wieso hast du mich nicht genommen? Ich wollte auch mit, hab ich gesagt. Ich hab gefragt, ob jemand. Echt jetzt? Möchte. Scheiße, ja. Hab ich nicht gehört, Mann. Was aber 800 Dollar, Digga. Ey, Kollege. Jo. Wie heißt du? Justin. Justin, ich hab noch deine Nummer, ich komme mit. Digga, warst du nicht der Typ, der hier gezwungen wurde, reinzukommen? Nein, ganz freiwillig. Um mein Leben zu schützen. Okay, Justin. Ich hab auch deine Nummer noch nicht. Also, ich kann dir eine kleine Taktik zeigen. Nachname? Ja. Allman. Wenn du da vorne im Auto, wenn du da vorne ausparkst, Auto ausparkst, und sagst, dass du kurz beim Laufen bist. Auf die Linie. Und für immer weg hier, Alter. Sag schon die Nummer. Ja, ist mir später. Mach das später, mach später. Das ist auch schon. Wayne, Alter, was geht? Was wollte er denn? Was hat er gesagt zu dir? Er möchte mit dir sprechen. Mit mir? Ja. Das wird erst sehr, ich denke, sehr Brian hat mit ihm gesprochen. Wegen der Sache wegen gestern. Ja. Mal aus Interesse, was? Wie alt seid ihr eigentlich? Freunde, schreibt mal in den Chat, wie alt ihr seid. Also ich kenne meine Community, die ist eigentlich 13 bis 16. Aber die haben uns anscheinend beschissen. Ich hätte gar nichts zurückgezahlt. Sag ich dir, wie es ist, die haben uns beschissen. Perfekt, Stuff 30. Perfekt. 23, ah, Googie, perfekt. Ich kenne anscheinend meine... Mit dem Black Diamond, Alter. Rutsch mal ein Stück, rutsch mal ein Stück. Danke. Wir nehmen auf jeden Fall alle Waffen mit. Ja. Mhm. Oh, Leute! Das ist doch perfekt für den Stream-Chat. Lira, guck mal. Ohne Witz, das ist perfekt für den Chat. Wie geht's dir? Sorry, das ist schön. Mit Zander und Barschen und Angerfett. Freunde, das ist ja perfekt für den Chat. Ich denke mal, wegen der Nummer von gestern, wo ich selbst nicht bei war, sondern mir das erzählt wurde, wenn es das ist. Das ist ja perfekt für den Chat. Ey, du hier neben mir. Genau. Ja. Mir schnell eine Stulle schmieren, sagst du? Ja, ich fick. Falls hier losgeht. Also dann habt ihr ja endlich jetzt mal Action bei mir im Spiel, Leute. Dennis, könntest du vielleicht... Sind die Autos? Ich pack geil als letzter aus, Leute. Soll jumpen hier bei uns? Soll... Was ist mit ihm? Ja, klar, gerne. Ist jemand da? Oh, ist voll. Ey, Justin, wo bist du? Hier? Ja, fahr mit mir, komm hier. Na, ich hab nur geguckt, ob es soll. Hier sind die coolen. Ja, Mann, mit Benz fahren. Da sehe ich mich dann. Perfekt. Nur Schlüsselflugzeug. Ey, jetzt fahrt ihr schon nur. Ey, steig mal nicht ein, warte. Jetzt. Perfekt. Absolute. Wohin fahren wir jetzt? Ach, Digga, sind sie schon weg? Ja, moin, Digga. Ich will jetzt einfach mal links. Okay. Ich will auch mal 50-50 schon. Ja. Ich denke mal Casino oder so, ich weiß nicht. Black Diamonds, wer ist das? Da sind die. Ach. Muss man die kennen? Nee. Okay, aber habt ihr Scheiß mit denen, oder wie? Ja, warte, sind die rechts oder wohin? Rechts. Ja, die sind Autobahn. Oh, so fuck. Schnell, Digga. Kurz hier besser fahren. Ich schau grad nicht hin. Ah, alles übel. So, geht wieder. Kannst wieder Augen aufmachen. Ja, perfekt. Ja, mit denen habt ihr Stress, oder? Ich weiß selber nicht. Genau. Okay. Aber wir werden sehen. Dadurch, dass keine Waffe hast, bleiben wir einfach erstmal so ein bisschen im Hintergrund. Ja. Kann nicht einmal aus dem Hinterhalt kommen, Mann, weil ich nicht einmal mein Messer dabei habe. Ach, hast du nicht? Nee. Das ist in meinem Auto, weißt du? Ah, oh, Mann, ey. Ja. Ey, Digga, ich hab keine Grafikmod drin. Das ist zu traurig, weil ich wollte gerne Grafikmod drin haben. Ich muss nur mir eine erstellen. Das ist keine Grafikmod, Digga. Gar nichts. Das ist nackt drin, Digga. Nackt. Wo sind die? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ah, okay. Ich, ja. Und Weed macht ihr morgen, oder wie? Ja, richtig. Morgen ist, sollte unser Gärtner... Blühen. Genau, hat er die richtig... Männer die richtig gegossen und gepflegt und Und dann macht ihr das immer samstags, oder? Ja, einmal in der Woche meistens. Okay, jeden Samstag. Ja. Ich glaube, ich zumindest. Warum? Mach rein, Samstag ist schlecht easy. Bei dir, oder was? Ehrlich? Weil du bist Anruf. Ja. Ja, Pizza-Lieferant Los Santos. Ja, V1, Digga, du kannst mir gerne eine Discord-Message schreiben. Ich habe gerade Nachrichten an. Wenn du mir zeigen willst, wie das geht, Digga. Also, ich bleib mit oder Video schicken willst. Mir bei ein bisschen hinten oder im Auto, weil der hat keine Waffe. Geh jetzt, Pen, gute Nacht, Chat. Ey,
Okay, der ist hau Digga, rein. Hau rein, vielen Dank, dass du da warst. Gute Nacht. Nackt schlafen soll gut sein. einen gewissen Luciano. Was hast du gesagt? Ah ja, ich glaube, das also Dings, ja? Das einmal in der Woche so. Nimm Samstag. Genau. Sieht Samstag schlecht bei dir aus, sagst du? Ja, ja. Nicht ja, so gut. Und dann scheffelt ihr das Geld für euch privat oder für die Gruppe so? Oder wie sieht das aus, wegen Privatgeld verdienen auch so? Nicht. Also ich. Also wir machen ja erstmal damit Geld, dass wir Leute. Also, nee, also das Geld, wo wir von anderen kassieren, die da arbeiten wollen, das für die Gruppe. Und wenn du privat selber arbeiten willst, machst du halt nebenzu halt, weißt du? Also wir sind eh den ganzen Samstag oben und kassieren ja halt die, wo ab. Also jeder, der da arbeiten will, muss halt 1000 Euro oder Dollar aber, oder was aber ich kann auch selber privater ein paar pflücken. Ja, das müssen wir halt dann ausmachen, weißt ja du? Ja, ja, ja. Weil ich habe halt nicht so viel Geld, weißt du, deswegen. Ja, 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 alles gut. Ah krass, hier sind die oder was? Ich weiß nicht. Okay, doch, wir steigen. Oh ja, der Steg, der Steg. Wir sind jetzt natürlich vorne. Wie viel sind das? Na ja, okay, du willst auch. Ja, okay, komm. Ja. Und mitkommen, wirklich alle. Maske aufziehen? Maske, ja. Komm, ist das keine Falle? Und alle die Masken an. Waffen raus? Perfekt. Nee. Pass mal auf Brücke auf und so. Hey, Morini, wollen wir Backstep? Backstep, Backstep? Si. Was denn? Na, no, na. No. Hey. Ich jetzt? Das ist blöd. Was denn, Justin? Justin, ja. Ja? Ja. Was? Ah, okay. Ja, ja, genau, genau. Ja, hätte ich meine rote Cap jetzt an? Ja. Peter, warte, warte. Das auch wieder. Hätte halt kurz angezogen. Ja, ich versuche auf jeden Fall vorne mit dabei zu sein, oder? Ja, bisschen, einfach präsent. Ja. Ja, aus dem Hinterhalt kann ich ja noch weniger machen. Stimmt. Vielleicht kann ich einen unboxen, wenn es soweit wäre. An sich ist alles clear hinter uns. Clear, alles clear, die ganze Area ist clear, perfekt. Ja, ich kann auf jeden Fall schwimmen, also. Wenn es wirklich eng wird. In der Schießerei springt er endlich. Nein, so ein 31er wäre ich nicht. Wenn ich falle, dann mit euch. Oh. Es sollten eigentlich definitiv auch Leute hier hinten sein. Kops, Kops. Bullen auf der Straße. Na, alles gut, ist nur ein Auto wahrscheinlich. Krieg dich noch viel. Bisschen Lärm, ja, ja. Das ist wahrscheinlich hey, Tierarzt. Was geht ab? Ey, Staff, Digga, danke für dein ja, Euro. Toni, Alter, Kuss geht raus. Leute hinterm bleiben. Was denn? Hast du gesehen, wie respektlos wir die Motor da oben ja, sind? Alter, ich sag krass, ne? Sind zwei Häuser. Bewegt sich kein Weg mehr, Alter. Nein, wie viel sind das? Vier Leute oder was? Die kick ich jetzt weg. Hä, ist ein Kopf? Wow, wow, wow. FBI oder was, ne? Er tritt dir einfach immer weiter nach vorne. Was ein Typ. Ey, tu mal die Waffe weg. Unten bleiben. Wohin? Schönen guten Abend. Ja. Abend. Jungs, verteilt euch hier einfach so ein bisschen. Ja. Ach, Waffe. Weg. Wollen wir nach oben, Dings? Jungs. Sirin? Sera? Jungs, teilt euch ein bisschen auf. Alle verteilen. Verteilt euch, Jungs. Ja, mach einfach. Schade, jetzt kriege ich ja gar nichts mit hier von der Party. Schade, Mann. Keine Ahnung, was sie jetzt hier für einen Stress haben. Aber Leute, wir haben endlich mal Action, Digga. Wir haben endlich mal Action. Wie geil ist das für einen Stream-Chat? Wie geil ist das? Also Unicorn, auch Kuss geht raus, dass du gerade voll aktiv am Start bist. Habe eben schon gesehen, dass du 4 Stunden mit dabei bist. Also Kuss geht raus. Und Looney macht hier erstmal Snaps, wie sie meinen Stream schaut. Ja, Ehre geht raus. Er sitzt im Boot, Digga. Aber halt gar nichts, gell? Aber ich habe wenigstens mein Geld zurückbekommen. Und mein Handy, Digga. Ich weiß nicht, wo ich 50 Dollar ausgegeben habe. Ah, fürs Outfit. Aber wir brauchen unsere W-Kette. Wir brauchen unsere W-Kette, Chat. Unbedingt. Wir müssen irgendwie anders aussehen, Mann. Wir brauchen unbedingt die W-Kette. Unbedingt. Möhre! Ich muss mal pissen, Alter. Scheiße, ey. Das ist gar nicht gut, Mann. Ich Fire Speed. Jo. Hallo? Jo, ja. Ah, Justin, du machst gute Arbeit. Ja, ich hab hier alles im Mixer. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hab zwar keine Waffe, aber... Ja, egal. Trotzdem, aber gut. Ich kann schreien. Ja,
Sonst dann schreist kurz und ja. Springst einfach hinten ins Wasser. Und weg bin ich. Und weg ist er. Ah, die sind schon sympathisch, Digga. Die sind schon sympathisch. Aber guck, ich habe alles gut im Griff hier, oder? Schau, wurde direkt gelobt, Chat. Ich wurde direkt gelobt. So sehe ich. Da sehe ich mich drin, weißt du? Da sehe ich mich drin. Gute Arbeit hier. Und jetzt so meine... Warum denn jetzt schon wieder die Kopf, Digga? Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht, Mann. Ja, aber weißt du, hier so... Hier unten chillen. Wie ist das und so? Was macht ihr so? Yannick! Hallöchen! Was geht ab? Kommt sicher noch. Was? Was kommt, Digga? Ja, dann geh doch. Ja, Möri, ich kann da jetzt nicht runterseichen, ey. Kommt ja richtig unprofessionell. Wenn ich jetzt hier einfach mal einen Lulatsch auspacke und dann da runterseiche. Das kann ich nicht machen hier. Zeig mal Sonnenuntergang. Ja, schau. Bisschen gemütlich für euch und so. Bisschen chillig Sonnenuntergang genießen. So habe ich mir den Abend vorgestellt, Freunde. Mit euch gemeinsam. Achso, kommen sicher noch die Cops. Ja, richtig romantisch. Ich sag euch, ich bin ja Romantiker. Da sehe ich mich drin. Aber Sonnenuntergänge sind wirklich geil. Ich liebe ja das Wasser. Ja, ich bin Sternzeichen Krebs. Ich glaube, deswegen zieht mich das mein ganzes Leben schon immer so. Ich will nicht wohnen. Ja gut, ich würde schon gerne wohnen da. Moin, Meister. Aber kannst du mir halt nicht mehr leisten. Moin, Teddy. Aber ich muss halt einfach wirklich sagen, Digga, Wasser ist geil. Ich sag euch, Retalk. Doch, das passt schon. Ja, oder, Möre? Teddy ist einfach traurig, Digga. Im Wasser wohnen? Ja, perfekt. Da sehe ich mich drin. Im Wasser. Oh, er kommt, er kommt. Jo. Moin, Justin. Okay. Richtig. Ja, genau, korrekt. Also, du bist hier freiwillig hier? Ja. Perfekt. Hast du eine Knarre? Nein, leider nicht. Was machst du denn hier? Ich stehe Wache. Falls jemand da ist, dann schrei ich. Also, perfekt. Und wenn es richtig brenzlig wird, dann springe ich ins Wasser. Hier ist kein Wasser. Klatsch auf den Sandberg da auf, Alter. Es geht schon. Quack! Quack, Teddy! Bist du bei Family Blanca? Teddy, Digga, er kennt La Familia Blanca. Ich bin beigetreten, obwohl ich eigentlich... Retalk, Leute, es war kein Stream-Snipen. Also ich weiß nicht einmal, ob überhaupt einer von denen live ist. Ich schätze... Alexa, stopp! Alexa, stopp! Sieh es an. Sie blinkt. Alexa? Ja, auf jeden Fall. Freunde, ist das halt so. Die Alexa geht nicht mehr aus. Alexa? Nee, sie will nicht mehr. Auf jeden Fall war das so. Ich bin wirklich per Zufall in diese Gegend gefahren, weil ich halt von anderen Servern weiß, dass da ungefähr illegale... Okay. Illegale Sachen gemacht werden. Und deswegen... Ich würde mich eigentlich gerne drunter stellen, dass ich was höre hier. Und eigentlich, ja, kenne ich das halt von anderen Servern, dass da illegale Sachen betrieben werden. Und deswegen bin ich in diese Straße reingefahren. Dann habe ich ja gesehen, da fährt ein Auto. Und dann sind die mir schon hinterhergefahren. Dieses Klopfen, Alter, ich habe mich erschrocken. Ey, ich sag dir, Unicorn, ich sag dir absolut immer wieder. Hey, meine Alexa ist angegangen. Ja, meine Alexa leuchtet die ganze Zeit. Keine Ahnung. Ich habe wieder Werbung nach 2 Minuten. Ehrlich? Okay, warum gehen die jetzt nach vorne? Ich habe nicht meine Alexa. Ah, ich liebe die. Ich liebe die. Ich habe ja alles so, wenn es jetzt gehen würde. Wenn es jetzt gehen würde, könnte ich sagen, alle Lichter aus. Digga, ich muss wirklich pinkeln, Alter. Da passiert doch jetzt gerade eh nichts, oder, Chat? Da passiert doch nichts, oder? Freunde, wenn jetzt was passiert, ich raste aus, Digga. Ich muss ganz schnell gehen.
siehste, es hat sich nichts getan hier. Gar nichts. Ich hoffe, es stand keiner vor. Stand jemand vor mir? Oh, meine Apple Watch. Sagt nur noch 10% Akku. Hört sich da jetzt was? Ich will dem beim Reden zuhören. Es gab eine Schießerei, ehrlich jetzt? Ja. Jungs, abrücken! Abrücken. Abrücken! War trotzdem sehr schön mit dir. Schönen Abend noch. Ich bin aggressiv. Teddy! Wasche, was ist deine Lieblingsjahreszeit? Herbst. Obwohl Frühling schon geil ist, so. Aber eher so Herbst oder Frühling. Weil Sommer ist mir einfach zu warm und Winter ist mir einfach zu kalt. Und ich mag keinen Schnee. Außer auf Bildern. Leila, Nacht. Geht Leila schlafen? Nee, die kann ich dir nicht zurückgeben. Ich hab... Hey. Jo. Wie geht's? Gut, und bei dir? Ja, mir geht's auch gut. Was haben die jetzt da bequatscht? Weißt du nicht? Ja, keine Ahnung. Was ist dein Ziel hier? Ja, keine Ahnung. So. Los Santos. Ach so. Ja, ein bisschen Geld verdienen wäre mal sehr gut. Ich hab halt gar nichts auf Tasche, Mann. Ja, ich hab noch eine Frage. Was wolltest du eigentlich bei der Farm? Arbeiten. Bei dem, ich meine, Dings, du hast uns ja verfolgt. Hola. Wie, ich hab euch verfolgt? Ja, du bist doch zu dieser Farm gekommen. Ja, aber ich hab euch nicht verfolgt. Ach so. Ich dachte, dass man da arbeiten kann. Weil ich das halt aus anderen Jahreszeiten kenne. Mhm. Und deswegen wollte ich die Felder mal ein bisschen abfahren, ob ich sehe, ob da jemand arbeitet. Und dann war ich ja schon mitten bei euch drinnen gestanden. Mhm. Und dann seid ihr eingestiegen und dann bin ich abgehauen, weil ich dachte, Alter, jetzt... Vorbei. Fuck, Mann. Ja, ist so. Okay. Ja, okay. Aber irgend so ein Typ hat mir gesagt, dass man da Fasern oder so ein Scheiß. Nee. Perfekt, dass er sein Auto erstmal aufgelassen hat. Herbst ist auch meine Lieblingsjahreszeit, habe auch immer am 29. Hey, Jason, Geburtstag. Justin, ja. Ah. Ja, ich bin da. Hast du dein Auto aufgelassen? Oh. Mutig. Ja, wir haben ja unsere Aufpasser. Naja. Mhm. Da wird schon keiner was klauen, oder? Nö. Eisender verbaut. Ja, und was haben die jetzt gemacht? Geredet. Über das schöne Wetter. Ey, Mann, ich wollte wissen. Einen Anruf machen. Ja, guten Tag. Das schöne Wetter, ja. Oh, hier, ich bin Jimmy, wo bist du? Wer ist da? Der ist Jimmy. Wir kennen uns vom Traubenfeld. Okay, Jimmy? Ja, vom Traubenfeld. Weißt du nicht mehr, du hast mir deine Nummer gegeben. Okay. Wo bist du denn gerade? Autobahn. Wollen wir jetzt irgendwo treffen? Bisschen Trauben sammeln? Okay, wann? Na, jetzt so wäre gut. Ja. Ja, ich würde kommen. Ja? Ja, können wir treffen, wenn du willst. Ja, natürlich. Traubenfeld. Auf Traubenfeld bei mir treffen? Ja, oder? Lass uns doch bei der 31 bei der Garage treffen. Ja, okay, machen wir. Bis gleich, ciao, ciao. Okay. Deine Freundin? Na, weiß ich nicht, muss ich herausfinden. Hey, ist ja nicht Jimmy. Jimmy, ja, keine Ahnung, wer Jimmy ist. 31, meinte der. Ah, das ist ja hier oben in der Fahrt. Muss da hin jetzt, oder was? Ja, ich müsste da hin. Weil, wo fahren die jetzt noch hin? Ja, zurück zum Dings. Ja, aber... Ja, warte, ich wollte
Ja, natürlich weiß ich, wer das ist, Digga. Ach, sie faxen, ey. Natürlich. Wo fahren die jetzt hin? Beweisstudio. Nur treffen. Spreche 30 Sekunden mit Synchronstimme. Also ich würde dann wieder, wenn es im Anwesenheit kommen, Mann. Ja, das muss jetzt sein. Ja, keine Ahnung, wo fahrt ihr denn jetzt hin oder was macht ihr? Ja, zum Anwesen zurück. Ja, eben. Willst du mich dann hier rauslassen, so vielleicht bei der Garage hier vorne? Ja, warte, jetzt vorne. Ja vorne. Dennis. Justin, der will seinen Kollegen oder was ich was, seine Freundin oder seine Mutter, wen auch immer, besuchen. Ja, jetzt. Und der kommt danach hier zum Anwesen, meinte er. Ist das so in Ordnung? Ja, hier irgendwo in der Nähe. Er hat's mir eingegeben. Ich fahr den da kurz hin. Oder nicht? Also du hättest mich auch hier. Ja, aber... Ja, sonst lass ich ihn bei der Garage raus, warte. Ich dreh kurz um, lass ihn zur Garage. Okay, ja. Ich fahr dich hin. Korrekt. Muss man dann immer jetzt abmelden, oder wie? Wäre schon gut, wenn du jemandem Bescheid sagst, ja. Hier links ist so eine, oder? Ja, ich fahr dich kurz hin zum Links hier. Ah, zur 31 direkt? Ja. Ah, krank. Nice. Also, und dann immer ihm Bescheid sagen, oder was? Ja, am besten halt irgendjemandem Bescheid sagen, damit wir Bescheid wissen, wo du bist. Mhm. Macht Sinn, oder? Ja. Aber seid ihr dann immer am Anwesen, oder wie? Nö. Nicht unbedingt. Aber jetzt so privat bist du nicht unterwegs? Doch, auch manchmal. Okay. Warum? Achso, ja, nee, weil... Wolltest du in meinen Puff gehen, oder was? Nein. Achso, ich dachte schon. Nein. Aber ja, auch so manchmal ein bisschen arbeiten gehen und so Trauben machen oder sowas, weißt du? Okay. Irgendwas halt machen. So. Aber ja. Ich bin ja immer auf Abruf da, also. Oh, aber gute Bremsen hast du ja. Keramik. Ja. Dings. Ja, bist du denn oft mittendrin irgendwo? Musst du oft irgendwo hin mittendrin? Nein. Kommt halt auch nicht so gut, ne? Ach so, ja. So oft kriege ich keine Ahnung wofür, Mann. Ah, okay, weil halt am ersten Tag jetzt irgendwo hinfahren, weiß nicht, was, ne? Ja, klar, aber ich sag mal, ich habe ja auch mein Leben so. Also, ja, klar. Wenn er jetzt Leute bräuchte, wäre das ja was anderes, weißt du? Und ich sag so, ja, nee, du, sorry. Ich lass dich sterben, so im Grunde. Ja. Weil ich mit einem Kumpel unterwegs bin, so, das wäre jetzt ja nicht Sinn und Zweck. Okay. Ja, kannst du mich hier bei dem Laden rauslassen. Noch? Dann kann ich noch mein Geld einzahlen, weißt du? Okay. Kommst du später noch, oder wie ist das? Ja, ich schau dann nochmal vorbei. Auf jeden Fall. Dann hau rein. Ich danke dir, ja? Ja. Hau rein. Ja, Leute, das ist ja schon wieder echt... Digga, wenn ich das schon wieder höre, dass ich mich hier abmelden muss, Digga. Das ist ja schon wieder räudig. Ich habe keinen Synchronsprecher gemacht, Digga. Das wäre jetzt gerade so unpassend gewesen. Ey, Mann, Digga, ich sag dir, beobachtet er mich jetzt, oder was? Ich glaube, er beobachtet mich, Mann. Er traut mir jetzt nicht mehr, oder was? Scheiße, jetzt haben wir kein Geld mehr. Für euer Outfit. Ich hätte echt gern mir noch eine Goldkette gemacht, Mann. Und meine rote Cap, die muss ja natürlich mit drauf. Du kannst es dir nicht aussuchen, wann du das machst, Chris. Du musst es machen, wenn du es eingelöst wird. Ah, hallo, Layla? Nee. Okay, denkst du, der kommt oder was? Wir könnten schnell $30 abheben.
15 zweimal, gell, war das? Da kommt Polizei, Digga. Erstmal gucken, ob ich überhaupt mit Kette machen kann. Ja, hier sind die Räume irgendwie voll verbuggt, Alter. Digga, dieses Klopfen, Junge! Ja, weh geht, Digga, nice. Oh, ich glaube, er ist da. Ist er das? Justin! Hey! Digga! Was geht? Guten Tag! Willst du mich wohl verarschen, ha? Wieso? Was machst du denn so für Faxen, Alter, hä? Hey, was soll das denn, Mann? Ben, Digga. Alter! Was machst denn du jetzt hier? Ja, ich hab mich ausgegeben als Jimmy, Junge. Du warst das? Ich war das, ja. Digga, okay. Wo ist meine Kohle, Alter? Du schuldest mir $1,600, du Hund. Oder eine Knarre. Ich hab das nicht, Mann. Wie, du hast das nicht? Ich hab nix. Ja. Scheiße, Mann, ey. Ich hab keine komm rüber, Knarre. Komm rüber, komm zu mir. Wie, du hast keine Knarre? Du gehst jetzt mal an die Wand, Alter. Du Stück ey, Scheiße. Ey, Mann. Bitte, ich Mann. Jetzt erstmal. Ich hab wirklich nix. Du hast $20 und ein Handy dabei. Ich denk, du hast nix. Bitte, ey. Lass doch wenigstens die... Mann, nein. So, Justin, Alter. Du denkst wohl, du kannst dich gegen mich anlegen, wa? Guck mal zu mir, dreh dich mal zu mir. Ey. Alter, wo ist meine Kohle, Alter? $1,600. Ich treib sie irgendwie auf, Mann. Du hast... Wie? Du treibst sie irgendwie auf? Du willst mir sagen, du hast keine $1,600 oder was? Ich besorg sie dir die Tage, wann Mann. Wann willst du mir die besorgen? Ich besorg sie dir die Tage oder so, die Waffe, Mann. Wie die Tage, Mann? Ey! Mann! Alter, meinst du, ich hab Bock auf die Tage oder was? Aber du hast doch jetzt eine Waffe. Erstmal. Alter, willst du mich verarschen, ey? Mann. Digga, ich sag dir eins, ich mach dich platt, Justin, Alter. Du kriegst dann scheiß Zeug. Ey, nein, Mann, nein! Deine Karre hat einen Platten, du Hund! Ey, jetzt kann ich mir nicht einmal einen scheiß Werkzeugscheiß kaufen. So, Mann. Du machst jetzt keine falsche Bewegung, Alter, ansonsten knall ich dich ab. Ey, Ben, Mann! Ben! Du machst jetzt erstmal deinen Kofferraum auf. Warum? Du machst deinen Kofferraum auf, weil ich wissen will, was da drin ist. Ey, jetzt komm, Mann! Ich will gucken, ob du mich auch nicht belogen hast. Ich hab dich nicht belogen. Mach mal deinen Kofferraum auf. Mach mal auf, Digga. Mann, muss das sein, oder was? Das muss sein. Ich muss gucken, ob ich dir vertrauen kann. Ja. Du Drecksau. Ey, Mann, Ben. Bitte. Ich will mal reingucken, was da drin liegt, Alter. Ben. Mach ey, jetzt. Mann, ey, Ben, bitte, an Mann. Die Wand, mach jetzt das Auto auf. Ey, okay, Mann! Jetzt reicht's gleich, Alter! Es ist auf, so, Mann! Schau an nach! An die Wand! An die Wand! Ey, Mann! Ey, bitte! An die Wand, hab ich gesagt! Mann, klau mir das Zeug doch nicht da jetzt raus! Ben, bitte lass das! Ey, komm, Mann, bitte! Was hast du da für ein Whisky drinne? Bist du Alkoholiker oder was? Nein! Was machst du mit dem Whisky, Alter? Oh Mann. Für war ein Geschenk. Ja, es war ein Geschenk, Mann. Das ist die einzige Chance, mich zu verteidigen, ey. Ich wurde letztens erst komplett ausgenommen, Mann. Wirklich? Von wem? Keine Ahnung, von so schwarzen Lamborghinis. So Urus-Scheiße. Geile Autos. Hast du gerade mal zu meinen Urus gesagt, der ist scheiße?
Nein, der ist ja nicht vergleichbar mit deinem hier. Die haben mich komplett ausgenommen, Mann, weil ich den scheiß Anschnaller nicht abbekommen hab. Mann, Ben, es tut mir leid, ey. Du schuldest mir 1600 Dollar, Alter. Ruf deine Kumpels an. Welche Kumpels? Du wirst doch hier Kollegen haben, oder nicht? Ich hab kein Handy mehr. Ach so, stimmt. Digga, kannst du zusehen, dass die mir 1600 Dollar bringen, deine Kollegen? Das ist ganz schlecht. Wie ganz schlecht? Ich wurde gerade erst eben hochgenommen. Von wem denn? Von La Familia Black Blanca. Und warum? Ja, weil ich bei denen in die Gegend gefahren bin, weil ich Geld verdienen wollte. Was wolltest du denn da bei denen machen? Ja, Weed arbeiten oder sowas. Was für ein Ding? Weed. Drogen. Drogen? Bist du Junkie oder was? Nein, Justin? Ich will Geld machen, Mann! Bitte jetzt zu die Waffe runter, ey! Justin, ich will meine Knarre wieder zurückhaben. Du hast mich betrogen. Ich besorg dir die irgendwie. Ich schaff das. Wie, du schaffst das? Alter, was ist mit der Kette da, hä? Was ist das für eine Kette hier? Die ist nicht echt, Mann. Die ist nicht echt. Beruhig dich. Gib mir die Kette. Nimm die Kette ab und gib sie mir. Mann, nein, die habe ich gerade erst... Du gibst mir die Kette, Mann! Okay. Mann, hier. Nimm sie, Mann. Ja, sehr gut, Alter. So, gib die her jetzt hier. Danke. Mann. Was denn? Du machst mich ganz schön sauer, Alter. Was willst du denn noch von mir alles? Ich will meine 1600 Dollar haben, ansonsten werde ich dich nicht in Ruhe lassen. Ja, ich versuche irgendwie zu arbeiten, dann kriegst du die, Mann, wirklich. Aber warum verkaufst du nicht dein fettes Auto hier mit einem fetten Benzer rumfahren, oder was? Ja, dafür bin ich richtig lange arbeiten gegangen, Mann. Bitte. Was denn? Das sieht zu mir scheiße. Nein. Ich meine das echt, Mann, bitte. Sind hier gerade die Cops vorbeigefahren? Ja, aber nicht von mir, ich habe ja kein Handy. Ich habe kein Handy, ich habe kein Handy. Was denn, soll ich dir einen Stich geben, Alter? Nein, bitte. Ist das mein Messer? Das ist dein Messer. Du hast gerade die Cops gerufen, ne? Ich habe gar kein Telefon, Mann, wirklich nicht. Das hast doch du, das Handy. Ich habe kein Handy mehr. Was denn, spiel mit mir keine Spielchen, sage ich dir. Mann, mein schönes Messer, ey. Wie soll ich dir denn irgendwas was irgendwie Geld verdienen? Was willst du mit diesem Messer, Alter? Du sollst auf dem Traumfeld arbeiten zu gehen. Ja, irgendwie muss ich ja an das Geld kommen. Und ich habe Autoknacken gemacht, da ziehen sie einen auch ab, wenn man sich nicht verteidigen kann. Wie Autoknacken, Alter? Ja, ich muss doch irgendwie an Geld kommen, Mann. Wolltest du Leute bestehlen oder was? Nein. Wie nur ein bisschen bedrohen. Wie hast du denn Autos geknackt, Alter? Ja, mit dem Messer. Mit dem Messer kann man Autos knacken. Ja. Wie geht das? Ja, steckst du das Messer rein und dann den Schlüssel rein. Ja, mach mal dein Auto zu, ich will das mal hier testen. Ja, da geht das nicht, Mann. Wie, da geht's nicht? Nein. Willst du mich verarschen? Nein. Bitte, Mann, jetzt. Lies dein Auto mal ab. Hab ich. So, wie mach ich das jetzt hier auf? Nein, da braucht... Nein, da brauchst du Schlüssel. Du kannst nur Privatfahrzeuge. Das ist doch ein Privatfahrzeug, oder ja, nicht? Ja, aber so teure Fahrzeuge, weißt du, die haben so Pieper drinne. Die kannst du nicht knacken, Mann. Nimm mir doch nicht noch mein Auto weg, Mann. Kann ich den Urus knacken? Nee. Was erzählst du mir da für eine Scheiße, Junge? Die haben verschiedene Schlösser bekommen. Neue. Du machst mich ganz schön sauer. Bitte, Mann! Bitte! Oh, du gehst jetzt da in den Kleidungsladen rein, ja? Ja. Wann kriege ich mein Geld? Die Tage. Ich versuch's irgendwie zusammenzukriegen. Die Tage! Sonntag! Sonntag ist bist du am Sonntag da? Mann. Ja, aber Sonntag bin ich da. Ich geb dir bis Sonntag Zeit, Alter. Ja. Wenn ich bis dahin nicht mein Geld habe, dann knallt's gewaltig. Okay. 1600 kriegst du am Sonntag. Genau, 1600 oder eine Knarre. Okay. Ich will, dass du Leute überfällst für mich. Ansonsten. Ja, ohne Messer geht das ja nicht mehr, Mann. Kann ich wenigstens mein Messer wieder zurückhaben und mein Handy? Was willst ja. du? Ja! Okay, nix. Was denn, Alter? Spiel mit mir keine Spielchen. Ich mach nix, Mann. Gehst jetzt da in den Laden rein
Ja? Ja? Und zählst bis 20 Millionen. Und dann dürfst du wieder raus, okay? Okay. Schön vor mir laufen, Alter. Jetzt mach ich dich platt. Mann, ey. Die Zeiten haben sich geändert, Justin, dass ich nett zu dir bin. Ja, ich dachte, wir sind Freunde, Mann. Wir waren Freunde, du hast mich betrogen. Hab ich gar nicht. Du hast mich mit AK verarscht, Mann. Du hast mich betrogen, geh weiter. So, da bleibst du jetzt stehen, zählst bis 20 Millionen. Okay. 1, 2, 3. Du drehst dich erst 4, um, wenn du 20 Millionen erreicht hast. 5, 6, 7, 8, 9. Was für 20 Millionen, Digga? Was für 20 Millionen? 50. Laut zählen, 51. Alter. Du zählst laut, 53. Alter. Ja, okay, Mann, mach ich noch. 54. 55. Digga. 61. 65. 69. 100. 110. 120. 130. 100. Oh, niemand! 1135. 1136. 1637. Freunde, es ist einfach zu wild, Digga. Es ist einfach. Alter! Oh ja, haut ab! Nie weg, Digga! Dann geht ja nicht mehr lange so weiter. Oh, scheiße. Scheiße, er kommt. 576. 1731. 1732. 1700. Digga, es kann doch nicht wahr sein, dass er mich jetzt hier zählen lässt, Digga. Du Hund, crazy dog, du sollst lauter zahlen, du Hund. Weißt du, kannst du nicht auch eine Waffe holen und ihn abknallen? Warum lässt du dir das gefallen? Ich habe keine Waffe. Und es ist ja so, schütze dein Leben, ja? Mehrmals in Deutschland, ja, denke ich mir. Man muss sein Leben schützen. Und sein Leben kann man nur schützen, Digga, wenn man das tut, was er sagt, weil er hat einfach eine Waffe. Und ich habe halt keine Waffe, Chat. Das ist das Problem. Ja? Digga, wann geht der? Ja, der wartet halt da draußen. Das ist das Problem, ja? Alter, gegenüber ist er. Oh, er kommt. Oh, er kommt, oder? Er fährt weg. Er fährt weg, Digga. Hallo? Ja? Hallo? Was machen Sie hier? Ist er weg? Wer ist weg? Der Typ? Welcher Typ ist weg? Der Typ vor der Tür da vorne. Da ist doch gar keiner. Mit dem grünen Urus? Habe ich jetzt nicht gesehen. Ey, Mann, Alter. Da fährt er. Wo? Draußen. Also draußen ist keiner. Ich habe jetzt keinen gesehen. Doch, Mann. Scheiße, ey. Ende gehören die zusammen. Ja, egal, Mann. Ich schuld dem Geld, weißt du? Wem schuldest du Geld?
Dem Typen da. Okay. Oh fuck, 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 fuck. Ja, das ist meine Karre. Scheiße, der wartet da draußen. Mann, ich kann da nicht raus, Mann. Der wartet da. Da. $300.056 350.002 Kann man ihnen helfen? 350.003 Digga, das kann er doch nicht ernst meinen, Junge. Das kann er doch nicht ernst meinen, Mann. Digga, super. Digga, der wartet da. Ich habe halt keine Chance. Ich habe schon überlegt gehabt, mit meinem Auto wegzurasen. 300.056. Oh Mann, Alter. Need Husan, was geht? Moin, moin. Leute, was sollen wir machen, Digga? Wir können... Der wartet da draußen, Alter. Der wartet da draußen. Wir gehen jetzt einfach raus. Er fährt. Er fährt weg. Oh. Am 30.002. Scheiße, scheiße, scheiße. Ist er das? Scheiße, der hat meine Scheiße. Nein. Und der hat alles wahrscheinlich rausgeklaut, gell? Nein, hat er nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ja, ihr müsst euch halt vorstellen, auf dem Server ist es so, man muss sein Leben schützen. Man hat auf diesem Server eine Woche lang nur 6 Leben oder so. Das heißt, ich muss immer mein... Ich muss immer... Ey, was soll das denn, hä? Warum haben die jetzt auf mich geschossen? Hä? Digga, haben die auf mich geschossen? Hä? Hä? Oder die haben doch gerade auf mich geschossen, oder? Hä? Bruder, das waren die eigenen Leute gerade von mir. Das waren die eigenen Leute, sind die dumm? Hä, das waren doch gerade Digga. Die haben gerade auf mich geschossen, Digga. Hä? Wie lol, Digga. Die haben gerade einfach auf mich geschossen, Digga. Hä? La Blanca, Digga. Ist doch La Blanca, oder nicht? Oh mein Gott, Digga, wer hat hier geschossen? Digga, ohne Scheiß, habt ihr geschossen, Mann? Ja. Alter, ich wurde gerade hochgenommen, Junge. Ja, nein, wurdest du wirklich? Ja, mir wurde alles warum abgezogen. Hast du uns Bescheid gesagt? Von irgendeinem so Ben. Du bist doch Teil der Familie, oder nicht? Ja, der hat mir ja mein Handy alles abgezogen.
Ja, ah, ich ein grüner Urus. Wie sah der aus? Was? Ein grüner Urus. Wie sah der Typ aus? Hatte der irgendeine Maske? Vollbart, auf? Vollbart. Der kam vorne entgegen. War das Chico? Nein, oder? War das ein neongrüner Chico? Ja, genau. Ja, lass ihn mal suchen. Das ist die Club 77, ne? Nein. Nein, nein, der hat so einen Mantel an mit Pelz und Vollbart. Aber ich sag euch, ich will euch da gar nicht mit reinziehen, weißt du? Das ist eine private Sache. Du gehörst dafür. Hey, du gehörst zur Familie. Kennst du den oder was? Nein, ich schuld dem eine Waffe. Keiner fickt mit uns. Ja, aber du gehörst zur Familie, ja, verstehst du das nicht? Der beleidigt ja uns. Ja, aber ich bin erster Tag bei euch, dann kann ich ja nicht gleich kommen mit irgendjemandem. Ja, Bruder, wir fangen eine Kugel für dich, alles gut, Mann. Okay, wir holen uns den, Jungs. Ja. Hab dich nicht also so, wieder umziehen, oder was? Nein, Mann, Justin, Mann, ich hab nicht einmal mein scheiß Handy, Alter. Ja, aber holen wir schnell. Nicht, ey, so, Justin, mal, nicht, warte ey, mal. Nicht weinen, nicht, ey. Lass mal ein bisschen erstmal kurz Kontakte machen, so wer das sein könnte, okay? Oha. Ich will nicht, ich Sera ruf macht mal. Auf, geplant. Der hat so einen Pelzmantel an und einen fetten Vollbart. Park mal dein Auto drüben und lass mal rübergehen, hier mitten auf der Straße ist. Ja. Ey, fuck, Mann. Wir müssen mal. Okay, Leute, also theoretisch könnte ich jetzt Stani Stress bekommen, aber weiß ich nicht, Digga. Warte kurz. Sag nochmal kurz, warte. Ein grüner Urus. Und der ist aber voll getuned mit dem Spoiler und hat so richtige Flutlichter oben auf dem Dach. Habe ich noch nie gesehen, so in die Baufassung. Also dem das hat, gehört der auf jeden Fall keinen Geschmack. Also, Mann mit Bart und Mantel, ne? Ja, genau. So ein richtiger Porno-Mantel. Digga, wie hast du es geschafft, ja? Dass ich das, wenn du so JB, dass du so schreibst mit deinem Bleistift gerade, dass ich das so wie so eine Schreibmaschine habe? Ja, okay, witzig. Was? Okay, ich hab's gecheckt, Mann. Er klappert mit seinen Zähnen ja, hier. Ja, ich schreib's, ich brauche meinem Handy-Tastatur immer auf Lautstärke an, weißt du? Ja. Das ist so, habe ich so, damit ich schneller schreibe. Okay, Standards wird jetzt gesucht, Leute. Das ist nicht von Club 77, der fährt aber oft am Club 77 rum. Ich rufe jetzt nochmal andere Leute an, wir rufen jetzt mal Kobi also, an. Also meiner Meinung nach kennt er niemanden. Oder den kennen viele anscheinend so, aber ja, er gehört halt niemanden an. Ein grüner Urus. Aber also genau grün, den, aber in grün. Neongrün, ne? Ja, so Apfelgrün, so. Aber die Flutlichter, die sie erkennt man halt sofort. Ja, ich will mich trotzdem absichern, bevor wir den Hops nehmen, von wem der sein könnte. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dann fahren wir den mal einfach beim Hops nehmen. Mann, Alter, der hat mir schon wieder alles abgezogen. Aber das war ja nur einer, ne? Ja, Einzelperson. In welche Richtung ist er? Ich ruf nochmal nach mal links. Chico, der müsste euch da entgegengekommen sein. Ja, ist er auch, ist er. Lass uns mal gucken, Personalausweis einfach checken, ne? Ja. Ja, lass ihn mal suchen. Mhm. Einfach erstmal vernünftig, ohne Maske, ja? Ganz normal, legitim. Ja, lass ja. Sagen, dass wir Familie Alla Blanca sind, der uns Hops genommen hat, bitte Geld und so wieder zurückgibt. Hey, wollen wir die Sicherheitshalber mitnehmen einfach? Was? Zu 5 passen wir ja nicht rein, oder? Das ist eh nur einer. Wir können doch den jetzt suchen fahren, wenn der hier rumgelaufen ist. Ach so, ja. Das und dann können wir sagen, hey du, wir sind von Familie La Blanca, woher kommst du denn? Warum nimmst du ein Familienmitglied von uns Hops? Ja, und dann kriegt er das keine wieder Action fertig. Jetzt. Genau, ja. Genau. Okay. Dings, pack dein Auto ein, ich pack mein Mercedes aus. Das ist nicht mein Auto. Mhm. Schau mich aus. Darf ich... Jetzt bin ich mal gespannt, Mann. Jetzt bin ich echt mal gespannt, Leute. Ja, Digga. Warte, wir müssen kurz. Ey, die Jungs. Sag mal schnell an. Ja, pack erst ein. Mit dem Auto. Ey, wo Oha, ich... Alter. Warte. Ey, chill mal. Ach, Mann. Ja. Mit deinem, Digga, da hast du ja gar keine Chance. Warte mal. Ah, Leo macht gleich deine Sprache hier. Hey Jungs, mit dem Auto geht das nicht. Wir müssen nochmal kurz zum Dings zurück. Ich muss meinen Mercedes holen. Ja, zack, zack. Ja, kommt mit. Wir sehen, vielleicht kommt er uns entgegen. Digga, ist so langsam. Scheiße, Alter. Der zieht mich jedes Mal ab, Mann. Ach, die warten hier. Okay. Gib mir. Ja. Ja, Digga. Klären wir jetzt. Aber ich will euch da echt nicht mit reinziehen oder so, Mann. Ja, alles gut. Aber das war ja nur einer, sagst du. Ja. Das ist keine Familie oder sonst irgendwas. Ey, bist du erschrocken, als wir geschossen haben? Ja, Junge, ich bin weggeheizt und dann schießt... Ich dachte, seid ihr das jetzt?
Habt ihr nicht erkannt, wer ich bin oder so? Ja, aber ich kenne mein Auto ja nicht, oder? Doch. Ach so, nee, ihr habt mit Absicht geschossen, oder? Ja, ich hab die rote Cap gesehen und alles so. Das ist. Ja. Digga, was wollt ihr jetzt? Alter, der hat mein Handy halt mitgenommen, Mann. Ja, ich hab dich die ganze Zeit angerufen, aber war besetzt. Ja. Also. Ich wollte den Joke auflösen, aber hat das ja, perfekt. Digga, ich hatte anders Angst. War natürlich nur Warnschuss. Weil der hat also mich halt auch mit einer scheiß Waffe bedroht. Wow, so komplett unpassender Moment. Ja, echt, das war echt, also. Mann, der hat mein Messer mitgenommen, ey. Meine einzige Waffe. Ja, besorgen wir es. Also, was geht denn jetzt ab? Ja. Ah, das Auto ist nice, oder? Ja, der ist echt krank, ey. Ist halt langsam, aber so. Mhm. Ach, Digga, jetzt hauen wieder kaputt. Optisch eine 10 von 10, Mann. Das, ne? Ey, jetzt ist der Mercedes auch weg. Okay. Ah, okay. Scheiße. Wie kann das überhaupt sein? Hä, warum ist mein Mercedes jetzt nicht mehr da? Ruft einer die Jungs an. Einer die Jungs anrufen. Oh, ja, wen denn? Wir haben den Save. Ja, keine Ahnung, ruf einfach durch. Regelwerke sind Pro-Server so unterschiedlich. Sind im Klamottenladen auch, ne, oder? Ja, aber hat nie mehr geklärt, oder? 7, 5. Ich glaube auch nicht, dass Stani mir das Zeug gibt. 8, minus 8. Aber Freunde, ich, ja. Der gewünschte Teilnehmer ist zurzeit halt nicht erreicht. Anruf besetzt, ey. Wie viel kostet bei Dings Mechaniker? Dings hier. Auto wiederholen. $100 Ja, 50. 50? Es kommt auf die Versicherung an, die dort. Also ich hab 100 gezahlt. Ja, dann dann fahren wir da kurz hin. Wir treffen uns Würfelpark, okay? Ja. Keine Ahnung, ja. Ja, okay, dann treffen wir uns. Ich hätte gerne irgendwie ein Handy, Alter. Ja, ja, weil falls er nochmal anruft oder so. Ja, müssen wir holen. Boah, der hat mir alles ab. Der hat sogar meinen Kofferraum leer gemacht, Mann. Was war da drin? Ja, mein Messer und so. Achso. Ja, zum Glück kein Geld. Eigentlich bunkere ich da mein Geld immer rein. Im Kofferraum. Ja. Boah. Weil eigentlich zwingt man mich nicht, meinen Kofferraum zu öffnen, weißt du? Nicht? Das vergessen die meisten. Achso, ihr macht das auch immer. Ja, perfekt. Hä? Was? Willst du mir irgendwas sagen? Gut, dann tue ich mein Geld nicht mehr in den Kofferraum. Boah. Das Fahrrad. Sollst du mal anschieben von hinten? Ja, der. Das habe ich mir eben auch gedacht. Ich brauche da gar nicht in mein Auto einsteigen und versuchen abzuhauen. Ja, ja. Der hätte mich halt sofort eingeholt. Ja, der Urus ist momentan sehr schnell. Ja. Dass der Straßenzulassung hat, ist auch wunderlich. Ah, du hast ein bisschen mehr Geld, oder? Ah, nee. da kurz davor, da. Der wird nochmal gebremst. Antäusch, ja. Ja, ja. Ey, da war doch mal Mercedes, oder? Ach, ich will einfach mal. Ach, das ist geil, ja. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass er hier irgendwo im Würfelpark ist. Um der neue Opfer zu suchen. Nee, der. Ach so, der Urus, ja. Der ja. Ben. Aber ich glaube nicht einmal, dass Ben der richtige Name ist, Mann. Ja, den finden wir sicher. Der hat so fette vorne Lichter drauf. Ja? Jonas! Ja, hast du mein Mercedes? Ey, Digga, was geht, Jonas? Moin, moin. Warte mal, wenn ich jetzt GDA-RP zocke, um dann welche Rolle bekomme ich? J to the B. Du bist die Rolle, die du selber spielen willst, Digga. Ja, sorry. Fahr zum Start. Ja, warte, hab ich schon. Ah, Leute, bitte nein, FG, Digga, sag mir das nicht. Ja, egal, ich bin schon abgewogen. Sag, das ist Metagaming, Bruder. JB. Brauchst du nicht mehr dein Auto? Hä? Wer bist du überhaupt? In der Telefonie, ja. JB. Ach jetzt. Natürlich. Warte, du bist doch bei La Familia Blanca. Ja, ich bin. Alter, was kostet ein Handy? 125. Hey. Hast du Geld für Handy? Ja, hab ich. Okay. So, habe ich jetzt noch Geld für. Ach, wieder zu wenig, Digga. So, jetzt. Kann ich irgendwie sehen, wer mich angerufen hat? Nee, dadurch, dass es ein neues Handy ist. Scheiße. Geht das, glaube ich, nicht mehr. Hier wurde geschossen? Hier? Habt ihr das geschrieben? Achso, ja, das hab ich hier, das ist meine Nummer. Ah. Und du heißt wie?
JB. Ah, du bist JB? Ja, ja. Ah, geiler Name, Mann. Danke, danke, danke. Oh. Fahrzeug zu holen oder was? Ja, Versicherung halt, oder? Warte mal. AVR? Den hier. Ach du Scheiße, was ist das denn? Bitte nicht schreiben, wo Ausdauer, er ist oder sowas, ja? Einmalzahlung 300. Das ist gar nicht korrekt. Ja, das hier. Kann ich den hier einparken irgendwo? Okay, nimm du kurz das Auto und fahr mir gleich hinterher, okay? Alles klar. Dauert kurz. Alter, der ist schon krank. Holy shit. Weißt du, klar hätte ich gleich, na gut, ich hatte ja kein Handy. Aber klar hätte ich gleich Familie rufen können, so. Aber, Leute, wie gesagt, ich bin da erster, nicht einmal einen Tag. Ich bin nur ein paar Stunden, Digga. Und dann kann ich ja nicht direkt, La Familia rufen, so, weißt du? Blanco. Blanca. Ich sag immer Blanco, Digga. Blanca. Warte, ich park den hier kurz ein. Jo. Oh Mann, Digga, das ist halt, ja. Bist du guter Fahrer? Ja. Ja, dann fahr. Oha. Oha, noch nie gefahren damit. Dann. Ja, das ist unangenehm. Das ist ja wie wenn man auf die gleiche Seite läuft, wenn einer entgegenkommt. Hey, ja, passt doch. Ja, hupt doch nicht. Jetzt mal, ey. Fahr mal, Junge. Weiter. Ey, das, ja, das ist so, wie wenn du einmal links, einmal rechts und dann denkt man sich so, okay, jetzt geh ich rechts. Ja, 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 genau. Und er läuft genau die gleiche Seite. Mann! Super unangenehm. Richtig unangenehm. Und so, ja, okay, irgendwo. Wohin soll ich? Würfelpack erstmal. Pass auf Blitzer, ne? Ja, das ist zu traurig. Auf 80 runter, hey. Ja, belastend. Okay. Ja, ich muss sie anrufen, die Alte, warte. Siri. Wie hieß sie? Sira. Ach, hier hinten. Dreh mal um. Ja. Wurde beendet. Ach, chillig. Okay, danke. Wo hier? Hm, gerade. Ah. Was ist unser Urus? Zähl mal drin. Nee. Ha. Oh, nee. Ich dachte gerade schon. Ja, überall laufen hier Leute rum, was ist los? Richtig gefährlich, die Ecke. Richtig dangerous hier. Wow, was ist hier los? Oh, der liegt am Boden. Der Arme. Warte, warte, warte. Ah, ich glaube, die wollen von den Cops. Nein, Digga. Oh. Wie er es verkackt hat, ey. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Wir werden mal bei den Cops verlegen. Ja, Mann. Oh, jetzt guck, 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 guck. Oh, fuck, oh, oh, ich. Yo, die schießen einfach ab. Oh, oh ist ja Polizeigewalt wieder. Ja, wieder eine tolle Polizeigewalt. Super gemacht. Hey, wirklich. Ja, fahr weiter, ist egal. Hey, wirklich so schlecht. Gute Polizeiarbeit. Oh, shit, Digga, den kenne ich sogar vom Sehen. Wer denn? Den sie gerade hochgenommen haben. Der in dem schwarzen Auto. Der gerade die Hände oben hat. Ja, ja. Der zieht die ganzen Leute hier immer ab. Der ist schon wirklich bekannt. Günni, was geht? Ja, moin, moin. Was? Grüße dich, Dennis hier, dein IT-Boss. Ja, Würfelpack ist immer was los. Ja, ohne Witz, Alter. Digga, ich hatte gerade hier voll den Stress, aber ich wollte es halt eigentlich nicht privat hier reinsetzen. Das regt mich richtig auf. Scheiße. Hat man nicht so tun, ist halt geht. Ja, man kann halt. Ja, fahr mal. Dem Bullen hinterher. Nee, keine Ahnung, fahr wohin, wo du bist.
War einfach so, okay, dass... Okay, den Bullen hinterher. Hey, das sind unsere Jungs. Nein! Nein! Oh! Ey, Jungs! Oh. Was ist denn das? Ah, was Scheiße, ist das? Mann! Was tut's mir? Ah, fuck! Oh! Scheiße, Mann! Alter. Was macht's hier, Digga? Wie flitzen hier durch die Gegend? Was ist denn das? Ach, aber ich oder was? Hä? Ja, zwei links, Mann! Ja, komm, Digga. Wir hatten grün! Wir hatten anders eine Grünwelle! Wir hatten zweimal grün. Oh, Jungs. Oh, shit. Ja, habt ihr wenigstens Reparatur? Ja, ich hoffe, die gefällt es bei uns. Ja, ohne Witz, es war, wenn du den Stream anguckst, es war absoluter Zufall, dass ich da reingefahren bin. Oh, ist die Rock. Es war absoluter Zufall, dass ich da reingefahren bin. Wir sterben. Scheiße, Alter. Die juckt aber nicht. Zieh auf. Ja, lass mal Dings holen. Warte kurz. Ey, fuck, es tut mir so leid für dein Auto, Mann. Ja, ich hab den links nicht kommen sehen. Ey, scheiße. Jetzt warte. Ja. Sierra. Ja, wir hatten einen Unfall. Oh. Ich halte halt einfach auf. Ja, wir haben Reparaturkasten. Das ist schwierig. Welche Nachricht? Bei Telefon? Ja, wir sind mit unseren Jungs verunfallt. Ach, scheiße. Okay. Jungs, so beleidigt, ich hab das schon, ne? Tschüss. Habt ihr Reparatur? Bring mal Reparaturkasten vorbei. Jo. Bitte. Hä? Geht nur noch, dass wir hochgenommen werden. Hoffe trotzdem, dass du Spaß an unserem RP hast. Vielleicht mal was anderes. Ja, mega geil. Für mich als Streamer ist es natürlich wirklich richtig geil. Also freut mich. Oh, freut mich richtig. Hat schon gedödelt, ne? Alter, ich sag dir, das war anders krank. Ich hab einfach nach vorne geguckt, auf einmal hat es so geschabbert. Ja, wir hatten aber auch grün, ne? Nein, das ist natürlich. Ach so. Es hat so geschabbert. Ah, ich dachte, das löscht ihr. Kannst löschen. Ach, er hat's geschrieben, jetzt. Glaubst du, die kommen wieder und bringen uns Reparaturkasten? Ich glaub, die fahren jetzt weg, Alter. Die machen nichts mehr, Mann. Hast du dich schwer erwischt? Geht's deinem Fuß gut? Ja, alles gut, alles gut. Sehr. Ich hab, glaube ich, gut. Ja, du blutest ein bisschen. Ja. Achso, nee, warte. Ja, ist Auge halt. Nein, mein Auge halt. Ach, dein Auge ist wirklich ein bisschen am Bluten. Ja, oh, Mann. Boah, hier rechts sieht schlimm aus. Ja, Alter, flaues Auge, Mann. Das ist rot. Das ist rot, das Auge. Scheiße. Das freut mich riesig, dann auf gute Zusammenarbeit. Was? Freut mich, Mann. Nicht, dass wenn jetzt hier Bullen kommen und hier Alkoholismus machen wollen. Es lag gar nicht an mir, der Fehler. Ja, fahren sie davon aus? Ja. Perfekt, die suchen die Brücke, wo wir stehen. Oh Mann. Ey. Ah, jetzt kommen die. Jetzt haben sie es gecheckt. Hä, Bullen? Nee. Ja, aber wo Fortnite halt war, hat fast keine RP gezockt. Ja, das stimmt. Ja, komm, Boxkampf. Was? Habt ihr was? Boxkampf. Jo. Oh, danke, Jungs. Oh. Scheiße, Mann. Ich mach das, ja. Ey, haut rein. Dann geht's später Casino. Danke, Mann. Wir haben alle kein Geld. Ach so. Okay, hau rein. Verdiener. Hast du deine Jungs einfach weggefahren oder was? Ja, Digga, der denkt, der ist krass, Digga. Wer ist das? Ja, Bruce, Junge. Der schon. Hat er dich jetzt stehen gelassen oder was? Ja, ist ein Hund. Was ist das denn für einer? Alter, bei dem würde ich nicht mehr einsteigen, Mann. Nee, fahr bei uns mit. Hier sind die coolen. Kein Meter, LaBerry. Kein Meter, bitte. Ja? Guck mal, ob Airbag funktioniert. Ja, warte. Ich versuche mal, ob er überhaupt noch angeht hier, ob der überhaupt noch starten kann. Warte, pass mal auf. Oh, wow, wow, wow. Nur der Kühler. Das soll funktionieren wieder hier. Ja, klappert ein bisschen, aber das Scheiße, geht schon. Elsa, wo ist deine Freundin? Ja, fahr mal MD. Meine Freundin, ja. Ist es nicht deine Freundin? Nein. Aber du hast Interesse, gib zu. Tatsächlich nein. Oh, Alter. Ich habe auch mal eine kennengelernt. AK hieß die, Mann. Die hat mir das Geld abgezogen. Kennst du die? What? Ja. Du kennst AK? Stopp! Ja. Woher kennst du AK? Also, warte. Ja, halt so. Ja, ich kenne AK, aber... wie heißt sie im vollen Namen? Ich kenne nur AK. Hast du ihre Nummer? AK. Hast du ihre Nummer? Nee, ich glaube, die wohnt hier nicht mehr. Bro, Digga, die geht seit Wochen nicht an ihr... FIB hinter uns. Ja, hallo, alles guten gut, Tag. Fahr einfach weiter. Ich sag dir, die geht seit Wochen nicht mehr ans Telefon, Mann.
Echt? Warte, ich muss das sehen. Ja, Wayne? Ja, krassen Unfall gehabt. Ich hab Nasenbluten, aber sonst alles gut. Stani, ja, Ami! Wir fahren jetzt, Dings, MD, oder wo seid ihr? AMD? Achso, ja, bleibt mal beim MD, wir kommen. Digga, das Sound ist das? Wo ist das? Wo ist das? Seid ihr das hier mit dem Roll? Achso, ne. Hilfe rechts. Was sagst du? Ja, 77 Hafen. Fahr mal. Ah, ja, ja, okay, wir kommen hin. Fahr zum Hafen. Im Hafen? Was geht da? Was sagst du? Ja. Ja, ja, alles gut. Okay, auch rein. Boah, ich freue mich gleich, den durchzudrücken. Ja? Ja, Mann. Es kitzelt richtig im Gas. Kitzelt richtig? Ja, Mann. Oha, Achtung, Ampel. Blitzer kommt näher und. Er drückt durch, er drückt durch. Ich hoffe, du bist angeschnallt, ich nicht. Ja, ja, ich auch nicht. Jetzt schon gemacht, ja. Safety geht first. Boah, da brettert er um die Kurven. Dir Michael Schumacher oder was? Guter Mick Schumacher. Sag ich dir aber. Liegt in der Familie wohl, ne? Ja, okay, alles gut. Ja, verbremst. Ah, kommt auch mal vor. Direkt Lob weg. Direkt wieder unten eingelistet. Aber der ist echt geil zum Fahren, ey, sag ich dir. Ja, das stimmt. Er sieht auch einfach geil aus. Innen so wie außen. Ich finde den Sound halt. Der übertrifft alles. Also ohne Witz, wenn du am Würfelpark chillst, du hörst sofort, wenn der angekommen fährt. Ja, ja, ja. Da hast du vollkommen recht. Ja, hier wurde ich letztens hochgenommen. Von so Urus-Fahrers. Vielleicht von euch, ja. Das, wenn ihr eher öfters seid, Unangenehm. Ja, und sonst? Ich habe sofort eine Kugel kassiert, glaube ich. Weil ich den scheiß Anschnaller nicht wegbekommen hab, Mann. Ins Knie natürlich, meinst du, ne? Mm. Oha, guck mal hier, puff. Oder was ist das? Oha. Ja, das ist der Club, Alter, was hier Apple noch nicht? Sie hast du auch hoffentlich nicht, ne? Nee, nee. Nee, ich war hier noch nie. Ja, ja. Echt? Ich war letztens erst drin in dem Club, Mann. Das ist geil. Hände hoch, alle die Hände hoch. Achso, ihr seid's. Hat so eine Fresse. Wollt ihr jetzt mit Feuern gehen oder was? Auto, nee. Ja, wir gerade weg. Nee, wir warten, wir sammeln uns ein bisschen, ne? Im Club? Ich kann mal Elena fragen, die kennt doch auch Gott und die Welt. Vielleicht kennt die ja einen Bruno. Ist sie hübsch? Elena? Ja, Elena ist hübsch. Boah, ist sie hübsch? Oh mein Gott. Kennst du den AK? Könnt ihr mal bitte die Schnauze halten? Oha, ist sie hübsch? Warte, ist sie hübsch? Ist sie hübsch? Hallo, Elena? Ist sie Elena hübsch? Sag mal, komm. Oh, JB, bitte. Kennst du eine grüne, neongrünen Urus? Wie die halt immer noch einen Stani suchen, gell? Das was? Und Stani ist der offline, also. Ja, aber ich muss jetzt so tun, als ob der immer noch da wäre. Bezahle ich mit links. Nein. Könnt ihr so eine Einstellung gefällt mir. Ja. Was ist er? Ja, könnt ihr mir Bescheid sagen, wenn ihr einen seht? Das ist Pete. Ich weiß nicht, der hat einen von unseren Leuten hops genommen. Mann, ich stehe doch nicht im Weg. Doch. Okay, ciao, ciao. JB? Ja, Digga, hab ich doch am Telefon gesagt. Warte kurz. Oh. Kannst du dich bitte wieder vor mich stellen, ja? Ja, sorry. Ach so. Tut das da weh? Ich dachte, die Show ist drin, ne? Oder tut das da weh? Ja, weiter unten. Da? Ja, hier. Da. Ja, so, ja, ja. Was für alles für Lust, wo ich hier sind, ne? Schlimm. Alle ziehen echt die Hut auf, wie man so ins Spiel geht, Digga. Okay, so ist besser, ja? Ja, so ist sehr gut. Danke. Was? Ich hab noch was geguckt. Alles gut. Super. Was ist denn mit dir? Ich will den Mercedes. Hey, du! Voller! Dark Knight, was geht, moin, moin? Mal schubsen, nur! Was schubsen so? Was schubsen so? Ey, wem gehört der? Lass mal gucken, ob da was drin ist. Was zucksen so? Da kann man nicht, ich hab schon geschaut. Nö. Ja, wollen wir jetzt weiter, oder was? Natürlich, sag mal. Ja, wir können ja, wir sind jetzt zwei oder drei Autos. Drei. Okay, dann lass uns doch alle so um Dingens hier. Warte, wie heißt das? Warte, lass mich kurz auf die. Nee, hier Winewood so, und so und Richman. Hallo Winewood und Richman und so. Was eins Auto da fährt, eins Auto da fährt. Ja, ist das hier? So unwitzig. Hallo, habt ihr mich verstanden? Ja. Okay, ja. Nein, nein, nein. Schubt er sich gerade ein mit seiner Waffe? Ey, oder? Ich bin angerufen. Ja, okay. Ey, wir fahren dir einfach. Was sagst du? Bono. Hat er sich gerade einen geschrubbt? Mit seiner Waffe? Die Waffe geschrubbt, ja. Ja, ja, ja. Waffe reinigen. Wir fahren gerade, wir fahren einfach Dings hinterher. Es sind sechs Leute hier und einfach komplizierter, wie wenn 10.000. Okay, wir fahren einfach hinterher.
Fahr du wieder. Digga, wenn ich Bruce sehe, ne, ich glaube, ich schlag den bewusstlos. Hallo. Entspannen Sie sich. Da war richtige Faxen, Digga. Hast du gerade gehört, den Lambo? Nee. Und jetzt hört der mal? Ja. Und jetzt machen wir da mal. Da merkst du was Geiles. Ja. Rennen machen? Da hörst du nichts mehr. Rennen machen oder was? Ja, da fällt das schon. Ja, komm, können wir die Dame auch mitnehmen? Ja, komm. Wo ist sie hin? Sind sie für Escort? Ach, sag doch mal ruhig, bitte. Mein Gott. Boah, jetzt wird sie grandig, Digga. Ja. Ja, die starrisch. Der Mann, der Spaß, lass sie. Dings. Komm, wir nehmen die Alte mit, Kipumi. Park nochmal hinten, Alter. Bei der. Alter, Moin. Bei dem Urus, bei dem gelben einfach. Ich auch. Ey, manchmal quietschen einfach die Sitze, ne? Schlimm. Digga, kauf dir mal neue Sitze, Digga. Wirklich? Ja, das ist gleich dein Auto so. Nee. Aber was ist denn jetzt, Digga? Wolltest du jetzt ein Rennen oder nicht? Wir sind Rennen! Ach so, ja, Ach so? Dings. Komm, komm. Bis Auto so. Ist noch Dings. Ja, okay, wohin bist du denn? Bis oben, nach oben durch. Ja, wohin? Bis 43. 43? 43. Ja, ich geb dir einen, warte. Bei der Tobay. Ja, er gibt einen. Wir kriegen, boah, Alter. Ich krieg Kopfschmerzen, wenn er durcheinander reden. Wir fahren jetzt zu Ranch, wir kriegen Besuch von dem netten Herrn Sanchez. Das ist der Typ, den wir heute hops genommen haben. Der möchte gerne mit uns reden. Okay, Wir werden uns das anhören. Aber wir können nichts machen, weil wir müssen das natürlich erst Dennis weiterleiten, ne? Okay, du stehst gerade genau richtig da. Sag einfach los und dann fahren wir los. Los, ja, also. Du kannst mich an deinem Arsch küssen, Alter. Wer schneller bei der Ranch ist, hat den größeren Spaß. Okay, ja, okay, warte. Eins, zwei, ein. Ey, wer schneller bei der Ranch? Gut gemacht. Die Bombe direkt umfallen. Ja, der ist Dings. Ja, scheiße. Boah, wer ist denn hier noch drin, ne? Ja, wie, wer ist denn noch drin? Ach du, Wayne. Oder Wayne, ja? Wayne, ja, natürlich Wayne. Ja, alles gut, ja, Dings. Ich glaube, wer soll sonst mal Dings, Justin, der bauen. Bitte vorsichtig. Ich fahr nicht. Ich fahr? Wer fährt? Justin. Oh mein Gott. Justin fährt, ach, scheiße. Ich kann das. Wow. Ja, Justin, der baut Unfall, alles gut. Bitte keine Unfälle. Nein, der vor uns baut Unfall. Der Hydrant musste da sowieso weg. Drifts sind schon safe. Oh, mein Gott. Oh, das ist das Getränk auch umgeschüttet hinten. Ja, McDonald's Ding. Was ist denn jetzt los, ey? Ja, jetzt Konzentration weg hier. Hallo. Ey, ruhig. Soll ich Auto fahren? Ja, er ist nur nervös, weil du hinten drin ja. bist. Ich sehe gleich, was du gesagt hast. Deine Fahrkünste haben sich verbessert. Ey, ja, ne? Justin, ja. Justin. Stell dir vor, AK sitzt jetzt hinten. Was? Ja, ich habe schlechte Erfahrungen mit AK gemacht, also... Ach so, ist nicht motivierend, oder wie? Nee. Ach so, ja, dann, ja. Hätte die gerade diesen übertrieben hässlichen LKW-Sound. Was? Hä? Also, ich würde mal rechts ranfahren und aussteigen. Was für, Übertrieben hässlicher LKW-Sound. Was laberst du? Ich glaube, er fährt mal, im anderen Auto. Mach mal Motor aus. Ja, jetzt während der Fahrt wahrscheinlich. Ja, okay. Ja, das hat er jetzt gar nicht gehört. Hey Leute, ja. Ich klär das jetzt mal. Oh, scheiße, ich krieg den Gang nicht rein. Und dann, fahr jetzt bitte! Dabei, wir haben keine Zeit. Ja, wir haben doch noch ein Date. Dabei. Ja. Dabei. Mach schon. Date. Wer hat ein Date? Ihr zwei? Wer hat ein Date? Was? Ja, doch ein Date. Oha. Stopp, ruhig. Der ist, glaub ich, aus dem Fenster gesprungen. Allerdings. Ist er ausgeschickt? Haben wir was verloren? Nein. Haben wir jemand verloren? Nee. Ja, wir können auch schnell aussteigen, ne, wenn ihr da seid. Ach so. Ja, steig mal aus. Und wohin wollt ihr denn? Ihr zwei Turteltäubchen. Ranch fahren und dann verteilen, die kommen gleich. Ihr zwei Turteltäubchen. Solange auch jemand anderes kommt, dann ist gut. Was? Was labert ihr, Mann? Oh, schön, heilige, wenn sich so zwei junge Paare verlieben, ne? Immer wieder halt's schön. Halt's Maul einfach. Immer wieder schön, wenn das erste Mal. Wir labern so scheiße. Wow, bist du die ganze Zeit so. Ja, Jungs, lass uns mal so ein bisschen am Anwesen verteilen. Die halt hier sind gerade. Das erste Mal ist immer mit Waffen. Und Masken auf. Grüß den mal von mir, falls er kommt. Ja, grüß den. Wer soll die grüßen? Okay. Könnt ihr die Autos einpacken? Das sieht nicht so geil aus.
Was denn ist so geil? Dein Auto. Was denn ist so geil? Was denn ist so geil aus? Genau so. Kannst du das Auto einparken? Wann kommt der jetzt denn, oder was? Jetzt gleich irgendwann. Hier. Justin muss los, ich merke das schon. Ich sehe da nicht so viel durch meine Maske, weißt du? Das ist das ja, Problem. Ja, dann mach die halt weg. Warte, ich würde den einmal an, warte kurz. Ich würde die gerne nochmal neu binden, so. Kurz ja, da hinten halt in der Ecke. Dann komme ich sofort wieder. Ja, ja, mach das. Hat er das gecheckt, alles? Ich gehe hier ganz schnell schlafen, Freunde. Oh, Leute! Es ist so geil, Digga. Es ist, wir gehen sofort wieder rein, Chat. Wir gehen sofort wieder rein. So, ich gehe jetzt auch mal schlafen. Gute Nacht. Ey, Lauri, ich wünsche dir was. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Kuss geht raus. Ich bin gespannt auf Sonntag, Leute, ja? Weil Sonntag ist ja die Übergabe der Waffe. Ja? Sonntag wäre ja theoretisch die Übergabe der Waffe. Deswegen, ich bin mal gespannt, Mann. Ja, ich mache auch nicht mehr so lange. Ich bin morgen beim Tätowierer. Family Life. Kannst du mir das erklären, was hier mit Family Life? Ja, Bro, das ist halt einfach. Ach, lol. Das ist einfach ein Server. Ich krieg den heute noch. Ich suche den. Das ist einfach ein RP-Server, wo du halt Real-Life spielst, ja? Du spielst eine Rolle. Ich bin der Justin Allman. Das ist so meine Rolle, die ich spiele. Und, ja. Die Rolle spiele ich. Justin Allman. Das bin ich. Grüße dich. Kannst du mir das erklären? Ja. So. Jetzt muss ich nur die rote Cap ausziehen. Oh, die sind vorne alle anscheinend. Ah ja. Ein wunderschön. Wer ist der? JB. Ja, amigos, ich glaube, ihr könnt die Waffen runternehmen, weil wir sind nicht auf Gewalt aus. Na, das sind wir doch auch nicht. Ja, aber das ist. Ja, gesagt, hau das raus. Kommt nicht gut rüber. Ja, sieh, sieh. Ich muss kurz meine Schnürsenkel binden, ja? Ich habe gerade Schnürsenkelprobleme. Ja, es gab ja einige Komplikationen zwischen uns, ja? Mit der Sache sind die Herrschaften da, die ausgeraubt worden sind gestern. Yeah, ja, amigo, kannst du nochmal erläutern, wie genau das nochmal war? Also, wir waren gerade am Schüsse machen und dann habt ihr uns angehalten. Ihr dachtet, wir sind ein anderer grüner Porsche, weil ihr anscheinend doch einen gesucht habt. Si. Dann habt ihr uns hochgenommen und habt da aber nur unsere Schlüssel gelassen. Weiter war das nicht. Ich habe ja gestern gesprochen, ja, es war ein Missverständnis. Gestern Abend ist ein Ferrari in grün, hat uns gespottet und ich meinte dann zu ihm, hör auf zu spotten und dann seid ihr tatsächlich auch mit diesem grünen Ferrari an uns vorbeigefahren. Dann dachten wir, das wärt ihr. Natürlich sagen wir dann Hände hoch, natürlich. Und ich habe sogar zu euch auf korrekt gesagt, lass diese neue Schlüssel da rein, okay? Ja, nur Schlüssel. Und pack mal bitte deine Knarre weg, okay? Der darf hier auf dem Anwesen tragen, was er möchte. Ja, ja, die Dame, wir wollen ja nicht auf Gewalt. Weißt ist so du? Alles gut, aber wenn wir er meint, der muss sie festhalten, kann er die ruhig Freunde, festhalten. Einfach geil, dass ja, ich einfach endlich Angst mal wieder. Habt ja auch keine Angst. Hier keine Action Angst. Habe, Digga. Das okay. Ist das heutzutage so, wie man gestern empfängt, Madame? Das ist einfach das geil. Endlich mal Action lernen. Hier, Leute. Okay, das ist gut, dass du das anders gelernt hast. Hier ist ein bisschen anders, okay? Also, ich würde dir einmal Dennis Nummer geben. Sie aber Zweitchefin anscheinend, oder? Dann kannst du dich gerne morgen bei denen melden, weil der hat da nochmal einen anderen Überblick. Sie ist anscheinend Zweitchefin. Das ist die 134. Und Dennis ist der Hauptchef und sie ist Vertretung oder so. Leila ist ein Mädchen. 7128. Aber nicht zum Anmachen. So, ich denke aber, du wirst es mit denen gut klären können. 7128. 28. Gracias. Kein Problem. Hey, JB. Was ist los mit dir? Ich dachte, wir kennen uns, dass ihr uns einfach so abzieht und sowas. Ist gar nicht korrekt von euch, ja, sag ich euch ehrlich. Man kann ja erstmal normal reden, ja, und nicht direkt die Knarren zücken, weißt du, was ich meine? Was geht's denn? Ja, musstest du wissen, du bist auch bei der Familie hier. Ja, aber ich war da nicht dabei an dem Abend und mir wurde das nicht erzählt. Schau mal das Gras unter meinem Fuß an, Alter. Du kannst mir ja später erzählen, was war, oder? Nice.
Wayne. Ja. Aber wir waren uns ganz kurz nebenbei, ja? Mhm. Ihr habt uns zweimal ausgeraubt. Ne, da wo ihr unten wart, wir wussten nicht, dass ihr das seid, wie die Cabri das gesagt hat, wir dachten, ihr werdet jemand anderes. Ja, ne? Zuvor, dann sagen ja, sie aber schon auf und dann vom Hotel, wie meinst du das? Kurz, dann vom Hotel, wo ich schlafen Statement, gehen Digga? Wollte, dass sie mich ausraubt, kann gar nicht gesagt habe, Alter, ich geht schlafen weg. Oder sonst was, habt ihr keinen Stil mehr oder was? Dass das wirst du morgen aufbauen. Alles klären, das sage ich dir, pass auf. Hier sind viele. Ich mag richtige Bohrmaschinen, Digga. Nein, hier sind viele Leute nicht. Entschuldigung, können wir das? Wir brauchen das gar nicht so ausdrücken. Die damit natürlich. Also alles gut. Ich habe noch ein bisschen Kopfschmerzen heute. Wisst ihr, was ich meine? Also morgen könnt ihr gerne mit Dennis sprechen. Frank ist sonst auch euer Ansprechpartner. Ansonsten, das wird sich aufklären, denke ich, und wir kommen da auf eine sachliche Ebene zusammen. Yes, yes, yes. Vergessen wir es ja so nicht, ne? Der wurde auch rausgeraubt. Also, wer bist du denn? Guck mal, wie der aussieht, Wayne. Lass mich mal durch. Hallo. Du hast so ein bisschen Ähnlichkeit mit meinem Mann. Ein bisschen viel Ähnlichkeit. Das ist, weißt du, der ist im Staatsgefängnis. Deswegen bin ich ein bisschen auf Entzug. Es tut mir leid. Alles gut. Ja, ich wollte nochmal klarstellen, so. Wir können das morgen dann klären, auf jeden Fall. Wir möchten auf jeden Fall unsere Knarren zurückhaben, ja? Und dass die Sache hier gegessen ist, weil das war ein Missverständnis unserer Seite aus. Und ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Ja, was wurde euch denn abgenommen? Was wurde euch denn abgenommen? Handys wurden uns gestern oder so. Mir wurde eine MK2-Pistole zum Beispiel abgenommen. Und meinem Kollegen wurde auch, glaube ich, eine Knarre. Ja, von einem von euch. Ich hab sogar. Warum ist einer von euch, Jungs? Gebt euch jetzt offen und ehrlich zu. Ich hab keine MK2. Ich hab sogar noch gesagt, ja, was ist denn mit meiner Pistole? Und dann wurde irgendwas behauptet von. Sie Karimo war das, okay? Ja, der perfekt, guck mal. Guck, jetzt ist sehr, sehr gut, ja? Du bist ehrlich gewesen, das hilft mir. Ehrlichkeit ist immer gut. Okay, eine Pistole MK2 und was? Ja, dazu müsste der andere Kollege Pizzi kommen. Ja, yeah, aber Amigo, ihr habt auf mich geschossen. Wir haben euch nicht mal angeschossen. Weil du Hotel. Du hast deine Waffe rausgeholt und hast angefangen zu schießen. Das haben ja, aber warum deshalb. Denn? Ich sag zu euch, Junge, ich geschlafen. Warum schießt du denn auf uns? 2 Uhr morgens gehabt, 2 Uhr morgens. Ich sag, ich geschlafen. Ich bin vorm Hotel. Ihr fangt Leute vor dem Hotel ab, Amigo. Das ist nicht korrekt. Auch wenn es ein Todesfeind ist, bei sowas macht man das nicht, Amigos. Prinzipien, mein Lieber. Prinzipien der Stadt. Ich hab nicht mal was von. Ich könnte auch einfach schlafen gehen, aber ich hab nicht gemacht. Ich hab noch mit euch geredet. Euch war das scheißegal. Ihr wisst gar nicht, wie mich das gekränkt hat. Gut, das bringt doch jetzt auch nichts, hier den Jungs irgendwelche Vorwürfe zu machen. Klärt das doch morgen Vorwurf. Vielleicht. Das sind keine Vorwürfe. Ja, oder auch vielleicht ist das auch passiert. Alles gut, dann sind es halt Taten. Trotzdem ist es passiert. Man kann es nicht rückgängig machen. Ich würde morgen auf das Gespräch warten und vielleicht kriegt ihr ja eure Sachen wieder. Alles gut. Nee, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich glaube, wir sind mit Sachen quitt, aber dass er mich davor abgefangen hat oder sonst was, will ich nochmal reden. Und dann klären wir das, schaffen wir das. Ihr seid ja auch gut mit Kakalakos. Das ist meine alte Familie. Und von daher, kein böses Blut. Ne? Robertos Schwester ist auch hier, wie ich gehört habe. Nicht mehr. Jungs, nicht ich wollte euch noch was sagen. Guck mal, das Ding ist, würden wir jetzt anfangen, euch anzugreifen und ihr wieder uns? Das wäre so ein Hin und Her und wir wollen diese Kopfschmerzen gar nicht haben erstmal, weil wir haben unsere eigenen Probleme gerade. Deswegen, ich sage euch jetzt schon mal so, morgen wir reden. Keine Ahnung, was wir jetzt mit den Waffen machen, keine Ahnung, was jetzt passiert ist genau. Ich hatte gar keinen Überblick. Auf jeden Fall, ich meine zu den Leuten sogar von mir gestern, lasst die in Ruhe. Wir haben euch sogar auf jeden Fall eine Waffe vorne. Auf jeden Fall. Ich sehe da nichts Verkehrtes. Muss ich mir am Sonntag eine Waffe besorgen. Und entweder tue ich ihnen die geben so. Alles gut, wie gesagt, reden wir morgen drüber. Oder wir machen Stress so. Was passiert ist, ich verstehe euch, ich verstehe uns. Gibt das so weiter? Ja, natürlich. Das wird die Frage der Fragen sein. Wir Stress machen oder alles klar? Danke für das aber Gespräch. Aber den hier, ne? Ey. Du, ne? Junge Sieger. Lass dich mal kurz ein bisschen drücken, ob das dich gleich. Oh mein Gott. Ob sich das gleich anfühlt. Runter, du. Hör mal, da würde ich doch gleich. Ja, bisschen speckiger als Ricardo tatsächlich, das muss ich sagen. Ja, Ricardo habe ich schon vermisst. Der war zuletzt mit Chico unterwegs. Ja, das stimmt. Bleib bei ihr, Mann. Der ist momentan viel mit seinen Cousinen und seiner Familie unterwegs. Ja, aber ganz ehrlich, der sieht ihm wirklich ähnlich aus, ja? Ja, so. Mit den Haaren und so, ja, mit dem Bart. Ich bleibe den mal ja, ich kann mir eine Waffe kaufen, Alter. Also. Okay. Ja, solange Ricardo damit einverstanden ist, der ist im Staatsgefängnis. Ich habe 5.000 auf der Bank, glaube ich. 5.000 waren das, glaube ich, oder? Verdammte Scheiße. War das wegen der Sache mit Chico? 5.000, ja. Nee. Doch. Aber 1.600 ist richtig viel Geld, Mann. Ich glaube schon. Weil, wo ich die gesehen habe, haben wir uns noch letztes Mal umarmt da oben. Und dann habe ich nichts mehr gehört. Ja.
Ja, okay. Jutti, Dame, ja. Alles klar. Kein böses Blut, Jungs. Nein, nein, wir kriegen es. Braucht doch keine Masken oder Waffen rauszuzücken. Ihr seht ja, intern haben wir doch mehr gemeinsam als sonst. Ja, sie. Ja, wir sehen uns. Schönen Abend wir euch. Wir sehen uns. Euch auch. Schlaf gut später, ja, ne? Ebenso. Ne. Schönen Abend euch, ne? Lasst mal zurück. Mir schwebt da sowas vor. Ja, ich hatte gerade schon wieder. Gönn dir den Typen. Allein schon kein Fehler neben ihrer Seite. Die ziehen jetzt Waffen ab. Guck mal. Geld ab. Guck mal. Die haben keinen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die haben ja anscheinend noch mehr Stress hinterrücks. Die haben ja, also DiCaprio hat gesagt, die haben ihre eigenen Probleme. Holla, Jungs. Das heißt für mich, können wir das einmal ganz kurz klären? Das heißt für mich, dass wenn die Probleme haben, wir eigentlich auf der guten Seite sind, ja? Ich kann mir gut vorstellen, dass Dennis, wenn wir ihnen das erzählen, trotzdem sagt, okay, wir ficken die, weil das ist eine Geldeinnahmequelle. Ja, würde ich auch. Und wenn die Stress sowieso mit einem anderen, was weiß ich, haben, Familie, Kartell, sei es nur eine Gang, ne? Dann haben die Stress und die gehen dann auf die Nerven. Was haben die denn gesagt? Ja, aber der Typ hat auch schon gelogen, weil er hat gestern zum Beispiel, wo wir ihn da an einem Hotel abgefangen, weil er ist rüber zum Stadtbau gegangen, ist dann wieder zurückgegangen und dabei haben wir ihn abgefangen. Und dann hat er noch dazu gesagt, ich gönne den Baustellentypen. Und dann die ganze Zeit sogar noch rumgelogen. Leila ist 18. Heute dann rum, dass wir ihn hinterknallen. Ja. Das ist ehrlich, ein Bastard, ganz ehrlich, der soll mal nicht labern. Ja, verstehe ich, Ich hab nicht mal noch eine Kugel schlafen gehen. Junge, wir waren bei der Garage. Guck mal, wir machen das so, bevor das Weed anfängt, versuchen wir Dennis zu schnappen und den kurz beiseite zu nehmen, damit wir das geklärt bekommen. Er hat jetzt Dennis' Nummer. Ja, jeder spielt auch die Rolle in echt. Geben, dann passt es. Also wirklich, man spielt echt die Rolle. Und wenn, guck mal, wenn der sagt, ey, wir machen Krieg gegen die, dann ist das so, Alter, wir sind genügend Menschen, was ist los? Was ist los? Was ist los? Ja, was ist los? Dann haben wir ein bisschen Action. Ich mach mir kurz die Haare von Ricardo, Jungs. Was haben die dann alles gesagt? Was haben die gesagt? Die haben nur Vorwürfe gemacht, dass die Jungs hier irgendwie die Hops genommen haben und die haben aber uns Hops genommen und wir hatten die zwei Mobs genommen. Und das waren doch die von Ammunition gerade, oder? Naja, die haben die. Baby, warst du nicht dabei? Was denn? Du warst bei Ammunition. Ja, nur Ammunition, aber wir waren gestern Abend. Was tust du da, Mann? Ich trainiere. Oh mein Gott. An ihm oder was? Wir haben gestern schon drei Leute von ihm gefickt. Normal. Ja, dann ist das so. Pech. Die haben Jungs, so, weißt du? Sollen die doch sagen, von wem die sind. Ist jetzt halt so, ne? Ich muss ja auch mal den Platz sauber machen. Ah, Junge, was ist denn mit dir? Ja, genau jetzt muss ich das machen. Hast du Druck auf dem Laser, oder? Okay, Wayne, bringst du mich ins Bett? Ja. Okay, ihr geht noch ins Casino, ne? Ja. Geld verzocken? Okay. Ja, pass auf, ich würde heute tatsächlich, ich bitte keine Leute mehr hops zu nehmen. Was sollen wir? Ach, wir sollen ganz viele Leute hops nehmen. Okay, keine Leute mehr hops zu nehmen. Hallo, stopp, lass mich runter. Ja, viel Spaß, ja. Nee, lass mich runter. Du kannst weiter. Halleluja, nur der Mann. Ja, also, hallo. Mach kein Auto raus, ey. Ach du Scheiße. Wow. Ihr solltet es doch draußen lernen. Ach du Scheiße. So, haben wir es dann jetzt? Okay, kann ich kurz um deine Aufmerksamkeit betteln, ja? Ja. Okay. Also heute bitte keine Leute mehr hops nehmen, damit wir keine Aufmerksamkeit erregen. Denk dran, die Bullen, die kennen auch unsere Autos, ja? Mach ich, Sira. Sehr gut, Peace und Frieden. Lass dich drücken. Hey, warte mal kurz. Steig doch jetzt ein, Digga, wir gehen kaputt. Hallo, wir haben ein Ritual, hab ich euch gesagt. Aussteigen. Ach so, Buche. Ein Ritual. Gute Nacht sagen. Wow, der war nice. Der war nicht schlecht. Okay, soll ich die Gitarre wieder hochholen oder was? Nein, bitte nicht. Was soll das denn jetzt heißen? Das ist ganz wichtig. Ja, das war nicht schlecht, okay. So, gute Nacht, schlaf gut, viel Spaß noch, pass auf dich auf. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Gute Nacht, schlaf gut. Pass auf dich auf. Ja, das steckt der Familienzusammenhalt. Warum seid ihr so? Warum lacht ihr so? Die Frau braucht einfach nur Liebe. Schlaf gut, pass auf dich auf. Danke für den Abend. Blackjack. Kein Problem, wir helfen dir. Ne? Wenn ihr den grünen Urus seht, bitte heute aber auch nichts mehr machen. Ja, danke. Ja, Justin, reicht. Ja. Zweimal besser. Oh Mann, haben wir auch schon. Ist egal, komm. Was machst du denn da? Nackenkuss und so, ja. Okay, Wayne, jetzt kannst du mich tragen, bitte ins Bett. Okay, schlaf gut, ja. Schlaf gut. Kein Stress, bitte. Ja, gehst du auch pennen, Justin? Oder? Ja, ich geh pennen. Ey, wo legst du dich hier immer so hin, Mann? Ja, immer hier. In die Scheune rein oder so. Ja, lass mal. In die Scheune rein, da sehe ich hier im Heu oder so.
so im Heupen, oha, ja, wie in Kinderzelten, das ist geil. Seid ihr ehrlich? Nee, ich spiel meist... Ja, du kannst auch rein, wenn du willst. Oder hier Pferdestall. Ja, Digga. Lass mal hier kommen. Ja, nee, nicht so, nicht so gemütlich, Digga. Nee, Mann. Hier, willst du? Ja, hier in deiner eigenen Koppel oder was? Perfekt. Ich weiß ja nicht, ob ich da wieder aufwache, weißt du? Habe ich Angst so. Guck, ich schlaf hier, du da. Ja, perfekt. Also. Okay, hau rein. Hau rein, guten Abend, Mann. Ja, Leute, perfekt. Oh, Freunde, was war das für ein geiler, geiler Tag heute. Richtig, habt ihr geschickt. Hab schon gesehen, Discord, Ehre. Werde ich auf jeden Fall bis Sonntag installieren. Da bin ich schon gespannt, Leute. Ich gehe da mal auch auf. Tschüssi, Bussi. Mürre, ich wünsche dir was. War richtig nice, dass ihr da wart, Freunde. Da gibt's auch noch Applaus. Ja, wie gesagt, Ehre, dass ihr am Start wart. Hat richtig, richtig, richtig Spaß gemacht. Und auch wirklich Kuss geht raus hier an den Dennis, der mich ja per Zufall, Leute, ich wollte nach... Der hat doch Fasern gesagt, oder? Ich dachte, für Westen herstellen oder so. Und darum dachte ich, okay, ich fahre mal zum Wheatfeld hoch, weil da kann man vielleicht was sammeln, was für die Fasern ist. Und auf einmal sind da hier La Familia, perfekt, Blanca und nehmen mich hops, Leute. Und dass das so eine Wende nimmt, ist auf jeden Fall für mich geil. Ja, Nivek, ich habe auch schon gesehen, dass du mir geschrieben hast. Für mich war das natürlich die beste Sache, was passieren konnte, weil jetzt habe ich mal Anschluss gefunden. Und ja, ich habe Bock und ich hoffe, ihr habt auch Spaß, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann hoffentlich am Sonntag wieder. Ja, neue Streamzeiten, Sonntag, Mittwoch, Freitag. Ganz wichtig. Und Montag immer Discord-Runden. Wir machen montags immer Discord-Talk-Runden. Da kann dann jeder in den Talk reinkommen, mit mir quatschen und ich schneide währenddessen Videos. Aber da können wir ein bisschen so den Zusammenhalt ein bisschen stärken. Würde mich auf jeden Fall freuen, ja? Also ich wünsche euch was, Leute. Haut rein. Tschüss mit Ö. Bis zum nächsten Mal. Kussi. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Und ja, lasst die Hände oben über der Decke, ja? Freunde, und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Ich wünsche euch was. Silver, Niklas, V1, Digga, auch danke, dass du da warst, Digga. Also, haut rein, Leute. Tschüss, Menü. Tschüss, 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 Leute. Ciao und haut rein, Leute. Tschüss, bye, bye, bye. Tschüss. Ciao, Mann. Ciao, bis zum nächsten Mal. Kuss geht raus. Tschüss.